Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Schauspielhaus bei einer hoffentlich sehr spannenden, informativen und auch zielführenden Podiumsdiskussion, zu der Sie als Publikum herzlich eingeladen sind, beizutragen. Denn Art but Fair, jene Veranstaltung, um die es heute Abend geht, oder jene Initiative, um die es heute Abend geht, ist ja eigentlich eine Initiative nicht nur, was das Verhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im künstlerischen Bereich angeht, sondern ist auch eine Art der Verbindung zwischen künstlerisch Tätigen und dem Publikum, das überhaupt einmal ein Bewusstsein dafür entwickelt, was es bedeutet, und zum Teil höchst prekären Umständen im künstlerischen Bereich tätig zu sein. Also eine Veranstaltung, bei der sehr viele von Ihnen, von euch, sehr interessante Erfahrungen machen und eine Plattform, auf der wir uns hoffentlich im Laufe dieses Abends alle miteinander finden. Veranstalter, und ich bin sehr dankbar dafür und freue mich sehr darüber, ist der Rotary Club Salzburg-Land, und dessen Präsidentin Mireille Schwaninger-Thiel wird Sie zur Eröffnung begrüßen. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Diskussionsabend. Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit Frau Kuhlmann und Peter Arp diesen Abend gestalten durften. Es geht heute doch um ein sehr interessantes Thema für uns alle, und ich denke, Missstände aufzuzeigen und versuchen, sie zu verändern, das verdient doch unser aller Hochachtung und Respekt. Viele von Ihnen werden sich vielleicht fragen, warum ein Rotary Club einen derartigen Abend veranstaltet. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Ziele von Rotary Freundschaft fördern, sind humanitäre Projekte zu unterstützen. Es gibt ganz großartig internationale und regionale Projekte im Bereich von, also humanitäre Projekte im Bereich von Förderung von Frieden und Bildung, was wir natürlich alle sehr unterstützen. Aber es gibt auch noch etwas anderes, und das möchte ich heute anführen, weil ich glaube, dass es ein bisschen das Thema des heutigen Abends ist, nämlich ethische und moralische Grundsätze. Und diese wurden 1932 in Chicago von einem Rechtsanwalt namens Herbert Taylor formuliert, und die möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz auflisten. Diese vier Fragen lauten: Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteiligten? Wird es Freundschaft und guten Willen fördern, und wird es zum Wohle aller Beteiligten gereichen? Und ich glaube, diese Fragen sind wirklich heute Abend auch ein ganz wichtiges Thema. Und damit möchte ich das Wort wieder an Peter Arp weitergeben und bitte dich, unsere Gäste zu begrüßen, unsere Gäste vorzustellen und uns durch den heutigen Abend zu begleiten. Dankeschön. Danke dir. So, dann darf ich Ihnen, bevor wir zur Tat schreiten, einen ganz kleinen Fahrplan durch den heutigen Abend geben. Es ist genügend heiß hier herinnen, also wir werden schauen, dass Sie mit Inhalten gefüttert dann danach allerdings auch den Gastgarten bevölkern können. Der Gedanke ist der, dass wir in drei Schritten vorgehen. Schritt Nummer eins ist, ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der mich auf diese Veranstaltung angesprochen hat, und der hat gesagt: Art but fair, da geht es doch um diese Missstände bei den Künstlern und so. Das heißt, da wird ja wieder nur gejammert. Ich möchte mal sagen, dass das Benennen von Missständen, wo es sie gibt, das Benennen von zum Teil höchst prekären Arbeitsverhältnissen, das Benennen von Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im künstlerischen Bereich, da wo es hakt, muss es so benannt werden. Und genau das werden wir heute Abend tun, und zwar nicht nur dezidiert für die Schauspieler, für die Sänger und für die Musiker, sondern auch im Verlagswesen beispielsweise und vertreten durch den Landeskulturrat auch im Bereich der Einflussnahme, die die Politik auf die Szene und in diesem konkreten Fall auf die freie Szene auszuüben gedenkt oder auszuüben imstande ist. Das heißt, Missstände werden benannt, weil sie benannt werden müssen. Aber, Schritt zwei, wir werden uns darin nicht erschöpfen. Sie werden also jetzt nicht anderthalb Stunden uns oder eine Stunde, je nachdem, wie lange wir es aushalten bei der Hitze, Sie werden uns nicht nur beim Jammern zuhören oder beim Benennen von Missständen. Wir werden auch die Plattform Art but Fair, die sich ja interessanterweise entwickelt hat, seit einigen Monaten eigentlich erst, und die schon eine solche Schlagkraft entwickelt hat, auch durch die Präsenz von Frau Kuhlmann. Diese Plattform wird im September
Vereinsstatus erlangen und damit sozusagen offiziell institutionalisiert werden. Und ab dann wird es eine Plattform sein, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, für Künstler, für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer und aber auch für das Publikum, das sich mit der Sache der Künstler im Interesse von Kunst und Kultur solidarisiert. Und der dritte Teil des heutigen Fahrplans wird darin bestehen, dass wenn wir hier erschöpfend miteinander diskutiert haben und Sie, wertes Publikum, auch einbezogen haben, dann werden wir uns alle miteinander in den Gastgarten begeben und bei einem Bierchen einfach netzwerken. Es war der dezidierte Wunsch von Frau Kuhlmann, weil ja Sie nicht alle heute Abend zu Wort kommen können, aber vielleicht ihr etwas mitzuteilen haben oder sich untereinander austauschen wollen, dieses auch zu tun. Also nicht Diskussion und alle gehen nach Hause. Sie sind herzlich eingeladen, am Ende dieser Veranstaltung mit uns Diskutanten gemeinsam da draußen bei einem Sommerspritzer oder bei einem Bierchen weiter im Gespräch zu bleiben, weil das hat Art Bad Fair verdient. Wir haben alles aufgemacht und da hinten ist auf und da vorne ist auf. Ich gehe mal davon aus, dass es der letzte heiße Sommertag ist und wir ihn gemeinsam durchschwitzen werden im Sinne einer guten Sache. Halten Sie durch. Sie sind herzlich eingeladen, wenn die Fenster sich öffnen lassen, das auch zu tun. Wir haben Ihnen versprochen, ein interessantes Podium. Und dieses interessante Podium bitte ich jetzt, auf dem Podium Platz zu nehmen. Hier. Achso, Entschuldigung. Da. Da hast du. Ja, genau. So. Jeder ist hinter seinem Kärtchen. Gut, wir haben versucht, ein Podium zusammenzustellen, das eine breite, das in der Breite viele Aspekte von Kunst und von kulturellem Schaffen und auch von politischer Einflussnahme auf diese Tätigkeit beinhaltet. Im Mittelpunkt und nicht zuletzt deshalb direkt neben mir begrüßen Sie sehr herzlich die Dame, die dafür gesorgt hat, dass diese Diskussion heute Abend stattfindet. Herzlich willkommen, Elisabeth Kuhlmann. Elisabeth Kuhlmanns Rechten. Ich nehme mal an, die meisten von Ihnen werden auf Salzburg sein, also heißt es Eulen nach Athen tragen, den neuen Landeskulturrat vorzustellen, Heinrich Schellhorn. Allerdings im Rahmen dieser Veranstaltung gut und gern gesehen und herzlich willkommen geheißen. Danke. Drüben Robert Pienz als Hausherr des Schauspielhauses, einerseits Gastgeber, was das Haus angeht, inklusive der darin enthaltenen Wärme heute Abend und natürlich auch als ein Haus der freien Szene, ein direkter Ansprechpartner, was den Umgang mit prekären Arbeitsverhältnissen angeht und dem Wunsch, diese doch nicht ganz so prekär sein zu lassen, wie sie anderswo sind, hier aber nicht. Robert Pienz. Und weil wir dezidiert nicht nur die Themen ansprechen wollen, die sich sozusagen über Frau Kuhlmann automatisch fokussieren auf den Bereich Bühne, Theater, Schauspieler, Sänger, Musiker. Hier zu meiner Linken Mona Müri, Verlegerin, Chefin des Müri-Salzmann-Verlages und damit eine Vertreterin des gedruckten Gewerbes. Und auch jemand, der sozusagen für jene Menschen spricht, die auch unter prekären Umständen oft überhaupt in die Lage kommen, sich auch auf diese Weise äußern zu können und zu dürfen. Herzlich willkommen. Und last but not least, Peter Siegel vom Österreichischen Ensemble für Neue Musik, freischaffender Künstler. Mitglied eines Ensembles,
dessen Wertigkeit und Werthaltigkeit hier nicht unter Beweis gestellt werden muss, Festspielpartner sozusagen, auch wenn sie nicht zusammen auf der Bühne stehen, so doch Sie sind in Ihren Veranstaltungen, Sie sind auch bei den Festspielen. Gleichzeitig haben Sie auch einige Kinder zu Hause, die es durchzufüttern gilt, und Sie wissen als freischaffender Künstler, was das bedeutet. Peter Siegel, herzlich willkommen. Und jetzt sozusagen zu guter Letzt, Sie als Publikum ebenfalls herzlich willkommen. Man sagt bei solchen Veranstaltungen ja gerne, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, in Erwartung der üblichen 30 Verdächtigen. In diesem Fall sind Sie wirklich sehr zahlreich erschienen. Und was mich ganz besonders freut, sehr viele junge Gesichter zu sehen und zu wissen, dass diese jungen Gesichter Künstler, Künstlerinnen sind, egal in welchem Gewerbe. Ich sehe einen Grafiker, ich sehe einen angehenden Webdesigner, ich sehe Schauspieler und so weiter. Also so gesehen ist es wichtig, dass Sie da sind, dass ihr da seid, denn eigentlich geht es heute Abend auch um euch. Und Sie, verehrtes Publikum, würden Sie uns auf der Bühne kurz ein Signal per Handzeichen geben? Wie viele von Ihnen sind da, weil die Veranstaltung Sie heute Abend interessiert, weil Sie dem Aufruf, sich um Art but Fair zu kümmern, gefolgt sind. Aber wie viele von Ihnen sind mit dem Thema, was sich hinter Art but Fair verbirgt, nämlich prekären, unfairen Arbeitsbedingungen und der Notwendigkeit, diese abzustellen und zu verbessern? Wer von Ihnen ist damit wirklich vertraut und wer von Ihnen ist in erster Linie mal dazu da, um zu lernen und zu erfahren? Wer von Ihnen ist da, weil er heute Abend Erfahrungen sammeln will? Sehr viele. Ja? Wunderbar. Das ist sehr gut, dass Sie gekommen sind, denn genau darum geht es, dass Sie heute Abend um einige Erfahrungen bereichert wieder von dannen ziehen. Frau Kuhlmann, ich war die letzten Tage auf einem Seminar, einer Fortbildung im Bereich, der für mich als Moderator auch nicht unwichtig ist, Sprechtechnik-Seminar, wenn Sie so wollen, am Chiemsee und habe einige Kollegen dort getroffen. Ja? Und ich habe natürlich dann sozusagen in dem Kreis ein bisschen Werbung gemacht für die Veranstaltung und gefragt, wie es den Leuten so geht. Und ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Es gibt einen jungen polnischen Schauspieler, der mit mir dieses hochkarätige Seminar besucht. Und dieser polnische Schauspieler hat mir erzählt, dass er vor kurzem in Polen, weil er sehr gut Deutsch spricht, der hat eine Zeit lang auch hier im Mozarteum ein Erasmus-Jahr verbracht, spricht sehr gut Deutsch, und hat mir erzählt, dass er in Polen aufgrund dieser Tatsache sich in einem Casting für eine internationale Filmproduktion, also eine deutsch-polnische Filmproduktion, beworben hat, weil dort aus Kostengründen Teile dieses Films in Polen gedreht werden und man bewusst Leute gesucht hat, die des Deutschen mächtig sind, aber polnische Staatsbürger, aus Kostengründen. So weit, so gut. Er ist durch ein mehrstufiges Castingverfahren gegangen. Erste Runde, Recall, hinfahren, wieder telefonieren, nochmal telefonieren und hat den Job bekommen. Zugegebenerweise 2-3 Sätze, die zu sagen sind, also etwas über Komparsenstatus, aber doch eine kleine Rolle. Und dann hat man ihm gesagt, was er dafür verdient. 26 Euro. Für 16 Stunden Drehtag. Und dann hat er gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Er hat nämlich, bevor der Dreh losging, geglaubt, seine 2 Sätze und das war es dann schon. Und er war in einer Szene, die aus ganz vielen Blickwinkeln geschossen wurde. Und infolgedessen, klingt jetzt ein bisschen banal, hat er vergessen, vorher pinkeln zu gehen. Und hat dann nach 2-3 Stunden gesagt, jetzt müsste er aber wirklich mal. Und man hat es ihm untersagt. Er musste 6 Stunden am Stück durchhalten. Für 26 Euro. Nachher haben die Produzenten des Films gesagt, wunderbar, das hat ja super gut geklappt mit dir. Wir bieten dir noch einen 2. Drehtag an, 100 Kilometer entfernt. Du bist herzlich eingeladen zu kommen und dich auszuprobieren. Das Budget ist allerdings aufgebraucht. Nulltarif. Das läuft, wenn man alle Kosten gegeneinander aufrechnet, darauf raus, dass dieser junge Schauspieler sich seinen Job selber finanziert hat, ohne irgendetwas dafür zu bekommen. Und er hat mit einem leicht verkniffenen Lächeln mir gesagt, ich habe den Job angenommen, selbst als mir klar wurde, dass die Bedingungen so waren, wie sie waren, denn ich brauche was für mein CV, ich brauche was für meinen Lebenslauf. Und das ist eine internationale Produktion und die kommt im Kino raus und dann steht mein Name da drin und selbst wenn ich nur 2 Sätze sage, das müsste doch Wasser auf Ihre Mühlen sein. Also das erschüttert mich einfach unglaublich. Wasser auf meine Mühlen ist das überhaupt nicht, weil
Es ist nur ein weiteres Beispiel von vielen Tausenden, die wir auf Facebook schon gesammelt haben, und es ist jedes Mal neu erschütternd und es ist skandalös. Es ist schlicht und einfach skandalös. Es ist eine Ausbeutung von Idealismus, es ist, die jungen Künstler sind in einer Abhängigkeitsposition, sie überhaupt Karriere zu machen. Dazu brauchen sie solche Produktionen, die sie dann unter solchen abstrusen Bedingungen tatsächlich annehmen, sonst haben sie überhaupt keine Chance, ein bisschen nach oben zu kommen. Fraglich ist nur, ob sie dann wirklich nach oben kommen, ob es nicht einfach immer weiter nach unten geht. Weil wer nie seinen Wert definieren kann, der begibt sich ja eigentlich in eine Spirale nach unten statt nach oben. Das ist das, was ich versuche, wenn ich zu sagen, wenn ich mit Künstlern spreche. Aber das ist ganz schwer, die Künstler davon zu überzeugen. Die sehen natürlich nicht oder die haben nicht die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird, sondern die sehen einfach immer nur das Nächste und ich muss das machen und das ist das Einzige, was ich habe, sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. Ich rede dann immer wie auf einen kranken Gaul auf die ein und sage, du musst wissen, was du wert bist. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt einen Monat hier in Salzburg verbracht, in einer Wohnung, die jetzt natürlich gereinigt werden muss und ich kenne hier keine Reinigungskraft, die das schwarz machen würde, das würde ich ja sowieso nie tun, aber ich habe eine Firma engagiert und rufe dort an und sage, ja, also die Wohnung ist nicht, weiß ich wie groß, ich brauche dann 2-3 Stunden eine Reinigungskraft. Ja. Ja, unser Stundensatz ist 35 Euro. Ja, natürlich, das muss ich zahlen. Ja. Also es ist selbstverständlich, da wird nicht herumdiskutiert. Ja. Und beim Künstlerberuf, da gibt es alle Möglichkeiten, ja, da eben so sozusagen, dass der junge Kollege dann sogar draufzahlen muss, nur damit er eine Chance kriegt. Ja, du machst ja Werbung für dich selbst, ja. Also das kann nicht das Argument sein, aber gut, geht da gleich alles durch. Ja, ja, und was sozusagen auch noch ist, ich habe das dann sozusagen beim Mittagessen, haben wir so einen Kreis draußen am Tisch, in der Sonne und haben alle miteinander geredet und dieses Gespräch wurde von einigen anderen verfolgt, die eigentlich als Künstler wissen, wovon dieser junge Mann geredet hat. Und interessant für mich war die Reaktion vieler Betroffener in dem Fall, die gesagt haben, ja, ist so, kann man nichts machen. Was soll ich denn tun? Also das heißt, das Bewusstsein dafür schärfen, was es bedeutet, hier Solidarität zu zeigen, voranzuschreiten und zu sagen, ich riskiere etwas, indem ich diesen Job nicht annehme. Wie geht's Ihnen? Sie haben ja auch mit vielen Künstlern hier in Salzburg gesprochen. Ja, das Schlimme ist wirklich, dass das einfach akzeptiert wird, weil es normal ist. Es hat sich schon so durchgesetzt, dass das jetzt niemanden mehr aufregt, weil man hat bemerkt, man kann sich eh nicht wehren und es ändert sich eh nichts. Ja, wenn jeder Einzelne versucht, was zu ändern und es geht nicht, dann verliert man schnell den Mut. Aber ich denke mir, wenn jetzt wir die Chance wahrnehmen und gemeinsam aufstehen und sagen, so nicht mehr, dann gibt es eine Chance, was zu ändern. Und es muss was passieren. Und eine letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, bevor die anderen Teilnehmer auch zu Wort kommen. Ich habe im Vorfeld mit einem Bekannten geredet, der durchaus sehr kunstaffin ist. Der geht Vorstellungen besuchen im Landestheater, der geht hierher, der geht in die Festspiele. Der wusste, wer Sie sind. Ich habe ihm von der Veranstaltung erzählt und habe gesagt, dass Sie sozusagen im Vorfeld ja dadurch aufgefallen sind, dass Sie Missstände auch im Rahmen der sogenannten hohen Kunst angeprangert haben, also Bedingungen, Probenbedingungen, sich mit Alexander Pereira, das ist ja weithin bekannt, angelegt haben. Und da hat der mir etwas gesagt, was ich in der Art öfters gehört habe, nämlich, das ist doch ein Luxusproblem. Was hat die eigentlich für ein Problem? Denn nachher verdient sie doch so viel, da kann ich 3 Jahre dafür arbeiten. Das heißt, hier gibt es einen Fokus auf Spitzenverdiener in der Kunst und hinter diesem Fokus wird nicht anerkannt, dass auch diese Spitzenverdiener durchaus ihre Probleme haben, A und B, dass dahinter, sozusagen unterhalb der Spitze dieser Pyramide, sehr viele Leute unter sehr schlechten Bedingungen trotzdem von Herzen für ihre Tätigkeit arbeiten. Also kurz zur Aufklärung, es gibt bei den Salzburger Festspielen gibt es einige wenige Künstler, die wirklich Spitzengagen verdienen. Ja? Also um die muss man sich keine Sorgen machen, aber es gibt auch Rollen, es gibt auch kleine Rollen, die dann nicht diese Spitzengagen verdienen. Ja? Und
Es ist wirklich durchaus so, wenn man dann Familie hat und zum Beispiel dann auch seine Familie hier haben will, wenn man hier 2 Monate fast verbringt, ja, und übrigens kein Geld für die Proben bezahlt bekommt, ja, und die Hotelkosten und Wohnungskosten und alles selbst zahlen muss, also dann kommt man schon in Finanzknappheit. Ja? Also die kleinen Rollen, die verdienen jetzt nicht weiß ich was. Ja? Also das ist immer das völlige Missverständnis. Man glaubt immer, alle Sänger, auch bei den Salzburger Festspielen, die verdienen sich eine goldene Nase. Das stimmt einfach nicht. Ja? Und es ist ein prinzipielles Problem, das ich angekreidet habe bei den Salzburger Festspielen, dass eben die Probenzeit nicht bezahlt wird. Aber das ist ein anderes, langes, großes Thema. Das wollen wir jetzt nicht besprechen. Die von Ihnen angesprochene Facebook-Seite, auf der Sie die Missstände auch bei den Festspielen angeprangert haben und die dann dazu geführt hat, dass die Seite nochmal explosionsartig mehr wahrgenommen wurde, heißt die traurigsten und unverschämtesten Künstlergagen und Audition-Erlebnisse, existiert etwa seit Februar, ist das Werk eines deutschen Musical-Produzenten Johannes Maria Schatz, der sich über prekäre Arbeitsbedingungen so aufgeregt hat, dass er diese Seite ins Leben gerufen hat. Und bis auf den heutigen Tag wird die permanent befüllt mit Dingen etwa in der Art, wie ich sie gerade anhand dieses jungen polnischen Kollegen beschrieben und habe. Und wird unterstützt von 11.500 Usern und Likern. Ganz genau. Und aus dieser Facebook-Seite heraus hat sich eigentlich die Bewegung Artbot Fair kristallisiert, auf die wir noch näher eingehen. Heinrich Schellhorn, ganz neu im Amt, etwa 2 Monate. Genau. Was sagt der Blick des Politikers auf die prekären Umstände? Im Programm der Grünen, jener Partei, der Sie angehören, stand mal drin, die Kunst- und Kulturförderungen werden um 30% erhöht. Das lässt sich so 1:1 mit Sicherheit nicht umsetzen, denke ich mal, oder doch? Naja, so stand es auch nicht im Programm, sondern die 30% bezogen sich auf die Subventionen für die freie Szene. Also nicht die großen Kultureinrichtungen, sondern die kleinen. Ah, Schauspielhaus gehört auch dazu. Ja, zu Ihrer Frage zurück. Selbstverständlich hat das Land oder die öffentliche Hand eine große Verantwortung auch dann für die Höhe der Gagen, weil natürlich die Höhe der Subventionen für die Einrichtungen auch die Höhe der Gagen bestimmt. Aber ich stelle fest, dass schon ein bisschen allgemein eine Unehrlichkeit, ich sage das einmal so, herrscht, weil jeder von uns weiß, jede weiß, dass höhere Gagen bedeuten eigentlich, wenn man sich den Markt anschaut, höhere Preise. Das heißt, entweder werden die Preise auch bezahlt von den Besucherinnen und Besuchern im Theater. Ich selbst müsste höhere Eintrittspreise im Schauspielhaus zahlen. Oder eben man bezahlt höhere Steuern. Das ist ganz eine ehrliche Aussage. Und ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich gerne freiwillig höhere Steuern bezahlen. Aber die Lösung kann eigentlich nur darin liegen, wenn wir faire, wirklich faire Gagen, faire Honorare bezahlen, faire Löhne bezahlen, dann geht das nur dadurch, dass wir auch bereit sind, höhere Preise, höhere Eintrittspreise zu bezahlen oder eben mehr Steuern. Weil das, was ich als Politiker zu verteilen habe, ist ja nicht mein Geld, sondern das ist Ihr Geld, wie Sie da unten sitzen, das Sie einbezahlen an Steuern. Und ja, das ist, und ich glaube, da ist eine große Unehrlichkeit einfach da, weil wir, also wenn man hier ein faires, wie das Ziel ja dieser Revolution der Künstler ist, faire Gagen, dann muss man auch einfach die Preise erhöhen, das ist meine Meinung. Robert Pienz als Theaterleiter wird sicher einiges dazu zu sagen haben, dass es natürliche Obergrenzen gibt. Mir genügt vorläufig die 30%-Meldung. Wie zum Beispiel das Schauspielhaus zu betreiben ist, ohne dass das Publikum sagt, diese Eintrittspreise, wenn sie höher werden, kann oder will ich nicht mehr bezahlen. Wie schaut es aus? Wo ist die natürliche Obergrenze? Derzeit kosten die Karten bei uns 22 Euro. Genau. Das Schauspielhaus ist in etlicher Hinsicht eine absolute Promenadenmischung. Das heißt, wir sind Teil der freien Szene, sind gleichzeitig aber viel zu groß für das meiste, was sich freies Theater nennt. Wir sind ein Millionenbetrieb, wir sind ein Betrieb mit Dutzenden Mitarbeitern, alle im festen Anstellungsverhältnis. Wir haben tausende Abonnenten. Also wir sind
Einerseits ein Haus der freien Szene. Frei bedeutet im Förderzusammenhang primär vogelfrei. Frei bedeutet, man ist in den Budgetansätzen von Stadt, Land und Bund im Bereich der freien Ermessensausgaben, so heißt es. Das sind jene Budgetanteile, die ganz zum Schluss nach den fixen Budgetanteilen noch zur Verteilung da sind. Anders ausgedrückt, die freien Ermessensausgaben sind sowas wie die Futtertiere in den Terrarien, wo die großen Reptilien wohnen. Wenn die Reptilien gut gefüttert werden, wird niemand die Mäuse und Ratten da drin fressen. Wenn die großen Reptilien schlecht gefüttert werden, werden die Mäuse und Ratten im Terrarium interessant. Auf Deutsch, die freien Ermessensausgaben bedeuten, sie sind schwankend, sie sind nicht garantiert, sie werden Budget für Budget neu eingestellt und in diesem Bereich sind wir und gleichzeitig viel zu groß dafür. Als Haus der freien Szene haben wir aber auch, was die Preise anlangt, eine bestimmte Ethik. Das heißt, wir wollen ganz, ganz, ganz bewusst niederschwellig sein für den Besuch. Wir haben sehr viele Leute, die uns besuchen, große Schnittmenge mit den Salzburger Festspielen zum Beispiel. Leute, die zu uns kommen, besuchen auch die Festspiele. Aber wir haben auch sehr viele Leute, die auf jeden Cent genau achten müssen. Und aus diesem Grund fahren wir ganz, ganz, ganz bewusst eine Preispolitik, die auch Studenten, älteren Leuten, Arbeitslosen den Besuch an unserem Haus ermöglicht. Und das ist nach den sehr gut gestellten Leuten die größte Publikumsgruppe, die wir erreichen. Und dazu stehen wir auch. Und das wenn heißt, man mit diesen gut gestellten Leuten wieder redet und denen dann sagt, was hier ein Schauspieler verdient, dann fällt denen schnell mal der Unterkiefer runter, weil das darf man ja gar nicht laut sagen. Ja? Man hat dann schon hin und wieder auch als Antwort bekommen, ja, dann kann der oder die ja genauso gut putzen gehen. Das heißt, im Grunde genommen ist das, was wir hier haben an Preispolitik beziehungsweise an Möglichkeit, unsere Leute für die Arbeit, die sie an 365 Tagen im Jahr leisten, eine Art, wie soll ich sagen, institutionalisiertes Prekariat. Die einzige Möglichkeit, das als Betrieb auszuhalten, ist das, was wir täglich versuchen, und zwar ganz ehrlich und ernsthaft, wir versuchen, gut miteinander umzugehen. Jeder Mensch, der hier im Betrieb ist, weiß, wie gut oder schlecht es allen anderen in dem Betrieb geht. Es gibt keine Sondervereinbarungen, es gibt ganz große Klarheit im Vertragsumgang miteinander. Es gibt eine hohe Kultur des Austausches im Ensemble, aber auch zwischen Ensemble und Technik, zwischen Technik und Verwaltung. In diesem Haus wird sehr viel gesprochen. Das ist hin und wieder monströs anstrengend. Es ist aber gut, weil alles, was besprochen wird, ist auch klärbar. Darum bemühen wir uns. Und das ist in Wahrheit die Art und Weise, wie wir 420 Vorstellungen in 10 Monaten schaffen, wie wir 60.000 Leute erreichen in den 10 Monaten, wie wir uns Ansehen erspielt haben, ohne dabei je finanziell wirklich abgesichert zu sein. Frau Möhring, als mir Ihr Name vorgeschlagen wurde, um an dieser Diskussion teilzunehmen, und das hat mich sehr erfreut, weil Sie das Spektrum doch deutlich erweitern, habe ich aus dem rotarischen Freundeskreis gehört, dass im Bereich der Wissenschaft, wenn ich publizieren möchte, wenn ich einen Text habe und das Gefühl habe, ich muss mit diesem Text in die Öffentlichkeit gehen, weil wert ist, publiziert zu werden, dann hört man gerne mal, ja sicher, gegen einen Unkostenbeitrag, den du sozusagen als Druckkostenbeitrag leistest, publizieren wir gerne deinen Text. Ähnlich wie das Beispiel, was ich erwähnt habe, ich trage dazu bei, dass das, wozu ich eigentlich da bin, das muss ich mir auch selber noch finanzieren. Ist das so? Ja, das gibt es und gar nicht so selten. Also ich persönlich habe auch viel mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Ich bin Gott sei Dank nicht in die Situation gekommen, vor diese Frage gestellt zu sein. Ich hätte mich wirklich sehr geniert, einem Autor, der das Material, den Text liefert, die Arbeit liefert, zu sagen, so und jetzt aus der Tasche noch was zu berappen. Aber ich kenne viele solche Fälle,
Das gibt es in der Tat. Ich frage mich auch, was es dann wert ist, auf eine Literaturliste zu kommen. Die Literaturlisten sind natürlich wichtig für die wissenschaftliche Karriere. Aber wenn nur oder hauptsächlich die publiziert werden, die sich selber das sozusagen leisten können, dann ist die Aussagekraft solcher Listen auch sehr dubios geworden. Welche Strategie fahren Sie? Sie dürfen gerne klatschen, wenn Sie möchten. Welche faire Strategie fahren Sie? Naja, es ist so, natürlich sind wir auch mit vielen Büchern, Gott sei Dank nicht mit allen, aber in der Situation, wenn wir sagen, das halten wir für so gut, dass wir das unbedingt publizieren möchten, dann muss geschaut werden, wo kommen die Mittel dafür her. Aber ich war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, einen Autor, ich würde mich auch genieren dafür, es würde ich es nicht übers Herz bringen. Aber es gibt fast immer, wenn man möchte, gibt es Möglichkeiten. Da muss man halt kreativ sein, da darf der Autor auch gerne mitwirken. Man kann mit ihm sehr gut überlegen, wo es Synergien, also es muss Win-Win-Lösungen geben. Also es muss auch für den anderen etwas bringen. Das verstehe ich schon, ohne dass man das zu stark instrumentalisiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es solche Lösungen immer wieder gibt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber auch in diesem Punkt ist es natürlich wesentlich prekärer geworden. Ich überblicke die Verlagsszene seit fast 25 Jahren. Ich war fast 20 Jahre für den Anton Pustet Verlag zuständig und habe vor viereinhalb Jahren den Müri Salzmann Verlag gegründet mit dem Investor Christian Dreyer. Das Ehepaar Salzmann sitzt auch hier. Herzlich begrüße. Mein Mann ist auch mit im Team, der auch hier ist. Wir sind ein kleines Team im Verlag, haben eine junge Germanistin dabei, eine unglaublich wichtige Person, eine Lektorin, die aber viel mehr macht als Lektorat. Und wir schaffen es glücklicherweise immer wieder, solche Lösungen zu finden. Sie, wenn Sie Ihren Blick etwas weiter, sozusagen über den eigenen Verlag hinaus schweifen lassen, etwas, was junge Künstler auszeichnet, egal ob es sich um Sänger oder um Musiker oder um Schauspieler handelt, hier am Haus gibt es ja auch eine Schauspielschule. Hier werden junge Schauspieler ausgebildet für einen Markt, der, man muss es ganz offen sagen, auf niemanden wartet. Ja? Die Frage ist, kann man Leuten überhaupt noch raten, Schauspieler werden zu wollen? Wie schaut es bei jungen Autoren und Autorinnen aus? Wenn Sie die Szene überblicken, können Sie Menschen raten, weil ihr brennt, müsst ihr es machen oder passt auf, dass ihr nicht übers Ohr gehauen werdet? Ja, ich kann nur von mir selbst ausgehen. Also ich war am Ende der Schulzeit, war ich vor der Situation, ich wollte eigentlich Ärztin werden und wollte aber überhaupt nicht Medizin studieren. Und ich wollte nicht Also ich wollte Theologie studieren, aber ich wollte mit dem sonst nichts zu tun haben. Ich habe dann in Wien inskribiert, Medizin, und habe aber dann gespürt, das ist es nicht. Ich will das jetzt nicht machen. Und dann habe ich doch das Fach inskribiert, dieses seltsame Fach Theologie, und habe das studiert und bin sehr mit mir konfrontiert gewesen in diesem Studium, habe also sehr vieles auch nicht studiert, weil ich so mit mir beschäftigt war, aber es war, glaube ich, für mich ganz gut. Und ich bin mit der Situation heute noch zufrieden, dass ich das da so gemacht habe. Und ich kann eben auch nur raten, man muss das machen, wenn ich überhaupt was raten soll oder darf, wenn man es muss, wofür man brennt. Sie haben es schon gesagt, man muss für etwas brennen. Und ein Autor, sozusagen, man kann sich ja auch nicht wirklich machen als Autor, man muss es auch sein. Das ist das Gleiche wie beim Künstler. Man muss auch ein Künstler sein, man soll nicht nur ein Künstler werden wollen mit aller Gewalt oder Kraft. Und so muss man einfach das tun, wofür man brennt. Aber das war nicht die Beantwortung Ihrer Frage. Peter Siegel, das Österreichische Ensemble für Neue Musik ist ein hochkarätiges Ensemble. Ich habe am Anfang schon gesagt, dessen Wertigkeit nicht in Frage gestellt werden kann, darf und muss. Es ist eine Institution
eine kleine, feine Institution, aber in gewissem Sinne auch eine prekäre Situation, deswegen, weil es ja keine staatlich vorgegebenen oder akkordierten und fixierten Unterstützungen gibt. Sie müssen schauen, dass Sie über die Runden kommen. Wie kommen Sie über die Runden und vor allem, wie kommt jeder Einzelne von Ihnen über die Runden? Ich habe vorhin so ein bisschen nonchalant gesagt, Sie haben einige Kinder, die Sie durchzufüttern haben, in Anführungszeichen. Wie funktioniert das im Alltag? Ja, ach, das ist eine schwierige Frage. Im Alltag funktioniert es. Es funktioniert, weil wir seit 4, 5 Jahren auch keinen Urlaub gemacht haben und weil wir eigentlich jeden Tag arbeiten und weil wir zusammenhalten. Und im Ensemble funktioniert es. Wir sagen immer, wir sind zu groß, um zu sterben und zu klein. Und unsere Situation im Ensemble ist so, dass wir seit 10 Jahren wirklich eine Gruppe sind, die sich wirklich für das einsetzt, für die neue Musik einsetzt. Wir sind unglaublich gewachsen und haben uns unglaublich entwickelt in vielerlei Hinsicht, außer in der budgetären Hinsicht. Da ist zwar auch etwas passiert, aber unglaublich wenig. Und wir versuchen irgendwie durchzukommen, aber also wir können niemanden anstellen, da kann man gar nicht träumen davon. Werden Sie jemals damit konfrontiert, was die Frau Kuhlmann gesagt hat, weil Sie bei den Festspielen auftreten und dort ein Konzert zum Beispiel in der Kollegienkirche haben? Aha, das müssen ja größer so sein, weil die ja bei den Festspielen auftreten. Hören Sie das? Nein, das hören wir nicht. Ich glaube, das weiß jeder, dass das nicht so ist. Es ist auch interessant, also ich habe ja jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder mal die Situation gehabt, dass ich bei Verhandlungen auch dabei war, wo es ums Geld ging, mit den Festspielen zum Beispiel. Und da kamen dann so, zum Beispiel gab es eine Situation, wo wir gebeten wurden zu kommen, weil es mit dem Budget nicht hinhaut, für ein Konzert bei den Festspielen. Und dann waren wir dort und es ging tatsächlich darum, es ging um den Betrag von 300 Euro für einen Instrumententransport, den sie einfach nicht übernehmen können, weil das Budget nicht reicht. Und das ist einfach unfassbar, diese Diskrepanz, die es ja auch überall in der Gesellschaft gibt, diese Schere, die immer weiter auseinandergeht. Und da knüpfe ich jetzt ein bisschen an vorher an. Es gibt tatsächlich Honorare, jetzt sage ich mal bei den Festspielen, die sind so utopisch, das ist ein Abend, da kann ich 3 Jahre davon leben für dieses Honorar. Und es gibt auch die Untergrenze, also wir kriegen auf ein Festspielkonzert, da kommen vielleicht ein paar hundert Euro für jeden raus. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, juhu, Festspielkonzert, einmal im Jahr gibt es mal eine richtig gute Gage. Das ist überhaupt nicht so. Weil wir natürlich jemand sind, wir sind ja ersetzbar. Es gibt ja den großen Unterschied bei den Künstlern, bei den Festspielen, sage ich jetzt mal. Es gibt Künstler, die werden gewünscht, der Name ist wichtig. Und dann gibt es Künstler, das ist die Funktion wichtig, aber sie sind total ersetzbar. Und das wissen die natürlich. Und wenn wir sagen, das ist uns zu wenig, dann macht es halt ein anderer. Und das wissen die auch. Ich habe es in Bezug auf die Schauspieler angesprochen, unsere Schauspielschule, ich habe es in Bezug auf die jungen Autoren angesprochen. An Sie die gleiche Frage. Es gibt ja sehr viele junge Musiker, die für ihr Handwerk oder für die Ausübung ihres Handwerks brennen. Und es gibt hochkarätige Schulen, hier in Salzburg das Mozarteum, mit einem unglaublichen Output an jungen Musikern, Musikerinnen in einen Markt hinein, der zunehmend dicht ist. Was würden Sie denen raten? Ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, wie auch schon Sie gesagt haben, das zu machen, wofür man brennt. Das ist oberste Prämisse, weil man muss das einfach tun. Aber was ganz wichtig ist, finde ich heutzutage bei den Künstlern, ich spreche jetzt mal für die Musiker, erstens viel mehr Eigenverantwortung. Also was mich ein bisschen stört an dieser Seite, jetzt zum Beispiel in Facebook oder an der ganzen Aktion, es wird
unglaublich viel zu Recht lamentiert und es kommen eigentlich sehr, sehr wenig Lösungsansätze und es gibt sehr wenig Eigenverantwortung bei den Musikern, die ich jetzt kenne. Ich finde, man muss viel mehr anfangen, sich nicht nur auf die Bedingungen zu verlassen, die einem zufliegen sollen, sondern man muss sich selber kümmern um einiges und man muss man muss miteinander sprechen, man muss in den Dialog treten und man muss solidarisch sein miteinander. Also ich wollte jetzt auch mal ein kleines Beispiel noch geben, jetzt also von ein paar Stufen drunter, jetzt kein Festspielniveau und kein internationaler Film. Zum Beispiel hier in Salzburg gibt es ja viele Touristenkonzerte, die zu meinen Studienzeiten vor 25 Jahren so funktioniert haben, dass man wirklich dadurch eine Studienunterstützung bekommen konnte, wenn man dort gespielt hat. Man hat sich erst nicht Mühe gegeben, man hat eine wirklich angemessene, gute Bezahlung bekommen dort. Es gibt viele, auf der Festung, im Schloss, überall, im Mirabellgarten, überall gibt es das, mit klassischer Musik. Und das ist heute so, ich habe gestern noch an ein paar Leute per SMS gefragt, wie die Honorare sind. Spitzenreiter ist, ich sage es jetzt auch mal ganz offen, Musik im Mirabell kriegt man für einen Solo-Abend 20 Euro. Auf der Nummer 2 ist die Festung oben, die, wo ich weiß, die ist quasi immer ausverkauft, funktioniert wirklich gut und die Ticketpreise sind ordentlich. Bekommt man 88 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Also 80 Euro, wenn man nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. Und das Bestbezahlte sind die Schlosskonzerte mit 92 Euro. Was einfach absurd ist. Und da ist also, etwas... Darf ich noch kurz sagen, mit der Solidarität. Ich versuche mit allen Kollegen immer zu sprechen und zu sagen, bitte tut's das nicht, weil das ist weder was für euren Lebenslauf, das muss nicht sein, die sollen, ich kenne die Veranstalter, ich weiß, wie die leben, ich weiß, wie viel die davon abschöpfen, das ist nicht so, dass die dann nicht mehr das veranstalten könnten und nicht mehr leben könnten, im Gegenteil. Aber es ist tatsächlich so, dass es wird immer jemand geben, im Moment ist es leider so, der halt dann einspringt und dann ist man weg davon, ja. Etwas, was ich festgestellt habe in vielen Vorgesprächen auf diesen heutigen Abend hin, sozusagen mit Ihnen stellvertretend für viele anderen Kulturkonsumenten, dass es oft am Bewusstsein darüber fehlt, dass wenn ich auftrete zu diesen beschriebenen Konditionen, dass immer übersehen wird, dass dahinter eine jahrelange hochqualifizierte Ausbildung, viele, viele Jahre Ausbildung, tägliches Üben, am Ball bleiben, nicht nachlassen, das Instrument nach wie vor und immer wieder neu und frisch zu beherrschen und beherrschen zu müssen. Dieser Aspekt wird aus der öffentlichen Wahrnehmung fast komplett ausgeklammert. Es wird einfach nur eine Leistung abgefragt und diese Leistung wird zu diesen Konditionen vergütet. Und das ist einer jener Missstände, auf die hinzuweisen, ein wichtiger Bestandteil dieser Diskussion ist. Frau Kuhlmann, genau darum... Gleichzeitig hat Herr Siegel zwei Dinge angesprochen, die ganz wichtig sind, nämlich nicht jammern, sondern solidarisieren. Und damit sind wir bei Art but Fair. Genau. Also nur kurz noch zu der Facebook-Seite. Wir halten sie bewusst offen, weil noch immer täglich Beispiele eintrudeln von diesen Missständen, die wir auch weiterhin aufzeigen wollen. Es kommen immer wieder neue dazu, die das zum ersten Mal hören und zum ersten Mal lesen, die auch ein Ventil brauchen, um das rauszulassen. So wie Sie jetzt auch jetzt gern Ihre Geschichte erzählt haben, so wollen viele das einfach über Facebook machen. Sie können dort anonym bleiben, können in geschützten Rahmen das machen. Das ist, glaube ich, wichtig für die psychologische Reinigung. Ja, deswegen halten wir diese Facebook-Seite offen. Das ist natürlich nicht genug. Wir haben eben diesen Verein Arts but Fair in Gründung und wir sind auch aus dem Nichts entstanden. Wir haben jetzt nicht die fertigen Lösungen, aber wir tun uns zusammen, wir überlegen viel und wir versuchen auch diese 11.500 User da
denen zuzuhören und zu eruieren, wo könnte man ansetzen. Und so sind durchaus schon einige Vorschläge entstanden, wo und wie man ansetzen kann. Ein erster Schritt war, sogenannte goldene Regeln zu formulieren. Die gehen in erster Linie an die Künstler selbst, dann an die Veranstalter, an die Agenturen, die auch oft dabei sind, an Ausbildungsstellen, Musikhochschulen und so weiter, auch an die Politik, dass man Regeln formuliert, die sind übrigens noch im Entwurfsstadium, also wir sind bereit, alle Anregungen aufzunehmen und einzubeziehen. Aber wer auf die Art Bad Fair Seite geht, www.artbadfair.org, der kann diese in Entstehung begriffenen Regeln dort nachlesen und sich, und dazu laden Sie ja ein, dazu beitragen, sie weiter zu formulieren, zu verschärfen, zu vertiefen. So ist es, ja. Die Idee war dazu, zu den goldenen Regeln ein Gütesiegel, ein selbstverpflichtendes Gütesiegel zu machen. Ich halte mich an diese Regeln. Ich bin ein Künstler, der Hausnummern nicht unter einem gewissen Betrag auftritt, oder ich bin ein Veranstalter, der seine Künstler fair bezahlt und wo es ein gutes Arbeitsklima gibt, in diese Richtung. Das war unsere erste Idee. Gleichzeitig versuchen wir einfach Aufklärungsarbeit zu leisten, eben wie zum Beispiel jetzt heute hier bei so einer Gesprächsoffensive. Wir decken die Missstände auf und wir konfrontieren auch die Betroffenen damit. Also das passiert zum Teil über die Facebook-Seite, zum Teil funktioniert das im direkten Gespräch. Zum Beispiel, ich bin direkt zum Herrn Pereira gegangen und habe mit ihm das Problem besprochen. Oder wenn Sie heute am Abend zu Hause den Fernseher einschalten und Servus TV aufdrehen, dann werden Sie eine Konfrontation von mir mit dem Herrn Gustav Kuhn anschauen können, der die Tiroler Festspiele in Erl leitet. Uns ist zu Ohren gekommen, dass es da einige Missstände gibt, und ich habe ihn direkt damit konfrontiert vor laufender Kamera. Sie können sich's anschauen, das war letzte Woche. Das ist, glaube ich, wichtig, weil gerade solche Personen, die an der Macht sitzen, denen oft nicht bewusst ist, was sie da wirklich anrichten. Ja. Wunderbar, neben Ihnen sitzt der neue Landeskulturrat, nicht nur am Jackett erkennbar, dass er ein Grüner ist, von dem man davon ausgeht, dass sein Kulturverständnis ein etwas weiteres als ein nur bourgeoises ist. Sie haben von goldenen Regeln gesprochen, wenn ich das Mikrofon noch mal in Ihre Hände geben darf. Welche goldenen Regeln geben Sie ihm denn mit auf den Weg? Er ist gerade dabei, die Kulturpolitik dieses Landes an entscheidender Position ganz frisch mitzugestalten. Was soll er tun, außer einen Art Bad Fair Siegel an seine Eingangstür zu heften? Habe ich schon. Das ist einen Applaus wert. Ja, was wir uns grundsätzlich von der Politik wünschen, ist einfach das Bewusstsein, wie wichtig die Kunst und Kultur überhaupt für den Menschen ist und wir als Kulturkontinent Europa, es muss uns einfach bewusst sein, wie wichtig das ist, auch für die Außenwirkung. Was man beobachten kann, ist, dass sich die Politik natürlich mit vielen Bereichen beschäftigen muss, mit Wirtschaft und mit Wirtschaftszahlen. Aber ich glaube, wir müssen die Politik daran erinnern, wie wichtig die Musik, die Literatur, das Schauspiel, jede Art von bildende Kunst, alle Künste, wie essentiell das ist für das Leben jedes Einzelnen. Ja. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der nicht irgendeine Art von Musik mag. Ja. Und sowas muss einfach einen Platz haben. Es fängt schon mit der Kindererziehung an. Also es muss in den Schulen auch Kunstunterricht geben. Es muss eine kreative Schulung stattfinden. Egal, ob das Basteln ist oder Zeichnen oder was immer. Ich finde, Kreativität muss mehr Raum im Leben der Menschen haben. Das wunderbare Gastspiel von El Sistema jetzt bei den Salzburger Festspielen ist ja ein Beweis für die geradezu explosionsartig zutage kommende Kraft der Musik, wenn sie in ganz junge Hände gelegt wird, unter Umständen, die scheinbar jeder kreativen
Situation völlig widersprechen, aus den Slums heraus, aus Situationen heraus, wo Musik scheinbar gar keine Rolle spielt. Und wenn man da Musik implantiert, dann entsteht das, was jetzt zu Recht mit Standing Ovations bejubelt wird. Herr Schellhorn, das ist die moralische Aufforderung. Und der Sticker klebt bei Ihnen an der Tür. Ich habe Sie sozusagen dafür beklatschen lassen. Mit welchem Leben erfüllen Sie denn diesen Sticker hinter der Tür? Zunächst möchte ich noch eines sagen. Ganz etwas Wichtiges, was Sie geleistet haben, Frau Kuhlmann, ist, dass endlich die Sache angesprochen wird. Weil Änderungen finden erst dann statt, wenn einfach Tabus aufgehoben werden und wenn darüber gesprochen wird. Mir ist nämlich auch aufgefallen in den ersten Gesprächen als Landesrat für Kultur, ich bin auch für Soziales zuständig, da gibt es einen engen Zusammenhang, ist, dass selbst auch Initiativen der freien Szene nicht so gerne reden über Gagen, die dort bezahlt werden. Also sind wir ganz ehrlich, vielleicht aus Peinlichkeit, wie niedrig die Gagen sind, aber gerade das ist der Moment. Wenn man das transparent macht, wenn hier gesprochen wird in der Öffentlichkeit, wenn das in den Zeitungen, in den Medien, im Facebook steht, wie wenig bezahlt wird, das ändert allein schon sehr, sehr viel. Und in der Politik, ich kann ja nur, in meiner Verantwortung als Politiker, ich kann natürlich Einsicht nehmen bei Einrichtungen, die wir fördern, ob die auch faire Gagen bezahlen. Diese Möglichkeit haben wir. Es gibt ja auch solche Bindungen, solche Vorschriften. Aber natürlich wird das Problem ist auch das, dass die Gagen, höhere Gagen auch höhere Subventionen bedeuten, da bin ich so ehrlich. Und höhere Subventionen müssen wieder finanziert werden über höhere Steuern. Also das ist ein Kreis. Und deswegen brauche ich auch die Bewusstseinsbildung bei den Menschen, ja, dass höhere, faire Gagen nur dann möglich sind, wenn einfach auch mehr dafür bezahlt wird. In welcher Form auch immer, über freiwillige Spenden, über Sponsoring, über Steuern oder über Eintrittspreise. Ich glaube, genau diese offene Aussprache ist notwendig, um wirklich etwas zu verändern. Robert, das ist sozusagen auch ein natürliches Stichwort für dich, denn wenn wir schon beim offenen Reden sind, es werden hier im Schauspielhaus zum ersten Mal seit, glaube ich, 10 Jahren erstmals etwas bessere Löhne und Gehälter bezahlt werden ab dem Beginn der kommenden Spielzeit. Aber natürlich sozusagen der Arbeitgeber zu finanzierende Anteil daran ist zugleich eine ungeheure Bürde, die das Budget an die Grenze des möglich Gestaltbaren bringt. Also, wir tun den Leuten was Gutes, aber indem wir ihnen was Gutes tun, tun wir ihnen ganz wenig Gutes, müssen aber eine irrsinnige Vorleistung erbringen und das bedeutet ein Ritt auf sehr dünnem Eis. Ja, also als Geschäftsführer des Schauspielhauses, und das bin ich ja, handle ich an der Grenze der Fahrlässigkeit mit den Lohn- und Gehaltserhöhungen, die ich durchgeführt habe, ab 2014 als künstlerischer Leiter handle ich so, wie ich handeln muss. Der Betrieb hat tatsächlich auf eh schon sehr, sehr niedrigem Lohn- und Gehaltsniveau 10 Jahre lang stagniert. Es weiß jeder Mensch, was in diesen 10 Jahren an Teuerungsraten zu bewältigen war, wie viel Geld jeder Einzelne in den 10 Jahren bei gleichstehendem Gehalt de facto verloren hat. Und die Erhöhungen, die ich jetzt unterschrieben habe, bewegen sich im Bereich von 5-10% bei Gagen um die 1.500 Euro brutto, damit es mal genannt wird. So sieht es in diesem Haus aus und aus 1.500 Euro brutto werden durch diese Erhöhungen vielleicht 1.650 Euro brutto. In Summe für diesen Betrieb kommen einige 10.000 Euro zusammen, die momentan durch die Fördersituation ab 2014 nicht bedeckt sind. Wir werden sehen, was am Ende des Tages vorliegt. Das Drastischste, was passieren kann bei maximalen Eigeneinnahmen, die das Schauspielhaus hat, wir verkaufen in etwa 90% unserer Karten, das macht uns eh keiner nach, außer die Festspiele.
Und wir haben einen Eigenfinanzierungsgrad von über 30%. Auch das ist sehr, sehr hoch. Also da sind wir am Plafond. Wir werden sehen, was möglich ist, um diese noch bestehende Lücke zu schließen. Sind natürlich mit den Fördergebern darüber im Gespräch. Die drastischste Maßnahme, die ich setzen muss, wenn die Lücke nicht geschlossen wird, ist, mehrere Verträge aufzulösen. Das heißt, der Schritt danach, um die Besserstellung für einige möglich zu machen, wäre das Beenden des Arbeitsverhältnisses mit anderen. Eine ganz entscheidende Situation ist die, dass alle Menschen, die hier im Schauspielhaus angestellt sind, über ausgearbeitete Verträge mit allen sozialversicherungsrechtlichen Komponenten, Unfallversicherung, Sozialversicherung, verfügen. In der freien Szene sieht das zum Teil ganz anders aus und ich möchte Ihnen jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich gestern Abend erlebt habe, insofern als ich in Vorbereitung auf die heutige Diskussion kurz mal auf die Facebook-Seite geschaut habe, um zu sehen, was ist denn da aktuell drauf. Gestern Abend, das war gegen 19 Uhr und vor 7 Stunden davor, hat ein Schauspieler aus Hamburg gepostet, dessen Posting mir insofern ins Auge gefallen ist, weil das war groß mit Warnung überschrieben. Und es ging um eine Produktion eines freien Theaters in Hamburg, die haben eine Sommerkomödie vorbereitet. Und es wurden Casting-Aufforderungen ausgesandt, sich für die einzelnen Rollen dieser Komödie zu bewerben. Derjenige, der gepostet hat, hat das getan und hat dann festgestellt, als es darum ging, diesen Vertrag mit Siegel zu unterschreiben, hat er festgestellt, dass die Konditionen folgende sind. Die Proben gelten vertragsintern als Coaching für Schauspieler, werden von den Schauspielern mit 80 Euro pro Tag bezahlt. Hochgerechnet auf die Gesamtprobenzahl ergibt sich ein Beitrag von 720 Euro für eine Produktion, die dann vor zahlendem Publikum die sommerlichen Gemüter in Hamburg bewegt. Das ist ein aktuelles Posting von gestern Abend und ein klarer Beweis dafür, warum es diese Veranstaltung gibt und viele andere hoffentlich auch. Ganz entscheidend ist, dass, glaube ich, von uns gemeinsam festgestellt werden kann, dass Kunst und Kultur, und da bedarf es der Solidarisierung auch mit Ihnen, unserem Publikum, dass Kunst und Kultur zunehmend unter dem Primat des Marktes gesehen werden. Return on Investment. Ja? Ich zitiere aus einem Bericht über das Stadttheater in Schwerin im Osten Deutschlands. Da werden zusätzliche Subventionen staatlicherseits gekoppelt an folgende Bedingungen. Zusätzliche finanzielle Mittel sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie der Abbau von 30 Stellen sowie Gehaltskürzungen bei den Orchestermusikern und dem Opernchor. Des Weiteren, und jetzt kommt der Marktaspekt, was auch immer das bedeutet, soll der Spielplan optimiert und die Wirtschaftlichkeit von Veranstaltungen erhöht werden. Frau Kuhlmann. Was soll ich da sagen? Um Gottes Willen. Ich bin fassungslos. Also, fragen Sie mich nicht nach Wirtschaftszahlen. Also wenn es nach mir ginge, wäre die Welt eine andere. Aber die zunehmende Unterwerfung von Kunst und Kultur unter Gesetze des Marktes funktioniert ja unter anderem auch deswegen, weil Künstler, Sie haben es erwähnt, bereit sind, sich auch auszubeuten, gegenseitig. Ja, insofern, wenn der es nicht macht, dann macht der es. Ja, das ist der Idealismus, den wir haben, den wir Künstler wahrscheinlich mehr haben als irgendein Fließbandarbeiter. Ja? Der hat halt weniger Idealismus. Wir wollen auf die Bühne, wir wollen uns ausdrücken mit unserem Instrument oder mit unserer Sprache, wenn wir schreiben oder als Schauspieler. Wir haben einen inneren Drang und der kann ausgenützt werden. Ja, und deshalb sind wir bereit, das auch quasi con amore, ja, aus Spaß zu machen. Ja? Also du machst das ja so gern, also dann mach's doch einfach. Ja? Und dieser Idealismus wird einfach ausgenützt von Leuten, das muss man einfach sagen, die ich weiß nicht, kein Gewissen in dem Sinn haben. Ja? Und ich glaube aber immer an das Gute im Menschen und deshalb sitze ich auch hier und spreche mit den Leuten, auch mit den sogenannten
Bösen da oben, die uns ausnützen, weil ich glaube, wenn man sie daran erinnert, ja, dass sie vielleicht Menschen schlecht behandeln oder dass sie Menschen wehtun, dass man vielleicht einen inneren weichen Kern in ihnen trifft und sie vielleicht dazu bewegen kann, Menschen gut zu behandeln. Darum geht es mir. Ja. Dann lassen Sie uns doch die Runde ins Publikum öffnen. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Wer fühlt sich von Ihnen gut behandelt, schlecht behandelt? Wer möchte was dazu beitragen? Bitte sehr. Ich hätte noch eine Frage an die Politik. Also das eine, die als Rückmeldung, dass es wahrscheinlich nicht nur so ein direktes Verhältnis ist, zwischen Ausgeben und Einnehmen zu schaukeln, weil es kommt ja auch noch darauf an, wie man die ganzen restlichen Budgets verteilt und wie effizient die restliche Struktur funktioniert. Aber das war eigentlich nicht mein Beitrag. Zum anderen gibt es natürlich einerseits den freien Markt und auf der anderen Seite die öffentliche Hand, die in der Kultur tätig ist. In dem Zusammenhang gibt es für mich zwei Sachen. Das eine sind die Sachkosten und die Personalkosten, sozusagen wie viel, also wie groß ist der Anteil der Sachkosten in der Stadt Salzburg, im Land Salzburg, also das heißt freie Dienstverträge, wo selbst sozialistische Regierungen sehr gerne in Sachkosten outsourcen. Das betrifft auch viele Museen, nämlich an uns sehr viele Betriebe in der Kulturszene. Und das Zweite war, dass der andere Punkt, nachdem man ein paar Euros verdient hat, hat man es ja noch nicht. Steuer ist eine Geschichte, Sie sind auch für das Soziale zuständig. Die Sozialversicherung, vor der habe ich teilweise als Künstler größere Angst als vor dem Finanzamt. Weil dem Finanzamt kann ich nur was geben, was ich tatsächlich eingenommen habe. Das würde jetzt zu kompliziert werden. Die Sozialversicherung rechnet mir eine Mindestbemessungsgrundlage vor, die teilweise grotesk, abstrakt ist, wo eigentlich noch Kosten, die ich für den Arzt bezahlt habe, mir als Einkünfte draufgerechnet werden, etc. etc. Bis vor 2000 war das eigentlich alles sehr anders. Warum müssen Künstler jetzt als Gewerbetreibende gewertet werden? Das ist eigentlich schon auch absurd und über solche Zusammenhänge kann man auch nachdenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Dann schlage ich vor, dass wir es an der Stelle belassen, damit die Frage nicht zu lang wird und die Möglichkeit für Sie zu antworten gegeben ist. Ja, ich kann Ihnen nur recht geben. Warte, es ist eingeschaltet, ja? Ich kann Ihnen nur recht geben, aber das ist die Problematik überhaupt in der Sozialversicherung. Das betrifft nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern auch kleine Unternehmerinnen und Unternehmer, dass einfach Sozialversicherungsbeiträge hoch sind. Ja, ich weiß schon, aber das betrifft die anderen genauso. Ich kenne die Problematik, ich habe diese Gesetze nicht eingeführt. Ich bin erst seit zwei Monaten im Amt, also bitte, das ist eine Bundesangelegenheit. Ich kenne die Problematik und Sie haben vollkommen recht, das kann ich nur teilen. Ja. Wunderbar, Sie hatten sich gemeldet, aber Frau Mühre, Sie wollten was sagen dazu? Gleich. Bitte? Das war die ganze Antwort. Ich bin ganz ehrlich, ich kann ihm nur recht geben. Ja? Ich bin, verstehen Sie, Sozialversicherung, das ist... Ja. Okay, belassen wir es dabei, danke. Ja, ich würde gern noch einen Aspekt einbringen auch, weil ich denke, was sich hier in der Kulturszene abspielt, ist ja nur ein Aspekt. Man könnte diese Beispiele, die sind Legion, diese Beispiele, und man darf es schon beim Namen nennen, das ist einfach moderne Sklaverei, glaube ich. Und dazu kommt dann auch die Scham, dass man über solche niedrigen Gagen gar nicht mehr sprechen kann, weil man sich geniert. Und das finde ich auch, darum finde ich es sehr wichtig, dass sich Künstler, die es sozusagen geschafft haben, das sagen sie ja auch von sich, dass sie sich wirklich solidarisieren. Und ich denke, da wäre es auch nötig, dass sich noch mehr Künstler, die es geschafft haben, mit dieser Art Bud Fair Aktion und Initiative solidarisieren. Und es fällt mir überhaupt auf, dass es eben diese Eigenschaft der Solidarität, die fehlt mir ganz stark. Ein kleines noch.
Ich glaube einfach, dass diese Situation, die in der Kunstszene herrscht, es eigentlich überall gibt. Auf der einen Seite gibt es die Überforderung, einen Alltag zu bewältigen unter prekären Verhältnissen, und auf der anderen Seite gibt es einen riesigen Überfluss. Und eben zum einen die großen Gagen dort und da überhaupt keine. Und ich frage mich, wo ist denn das Geld geblieben? Es fehlt in der Bildung, es fehlt in der Sozialpolitik, man wird sich, die Pensionen werden in Frage gestellt, aber ich glaube nicht, dass das Geld weniger geworden ist. Ich glaube, wir haben ein riesiges Verteilungsproblem, und das... Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Man muss wirklich sehr viel tun, so im Einzelnen an ganz konkreten Beispielen, aber man soll sozusagen das große Ganze, das ist ein gefährliches Wort, ich weiß, aber man soll es nicht vergessen, dass diese Strukturen, die man vielleicht in den, ich bin selbst so in den 80er Jahren politisiert worden, und da konnte man auch meinen, es gibt eine erste Welt und eine dritte Welt. Und das, was sich da abspielt, das spielt sich jetzt in unseren Gesellschaften ab, weil ich glaube, dass wenn im Grunde, das ist auch ein großes Wort, ich weiß, wenn das Menschsein oder die Würde des Menschen, irgendeines Menschen im Grunde angegriffen ist, dann ist eigentlich, bin ich mit betroffen in meiner Menschenwürde. Also es kann mir eigentlich nicht gut gehen, wenn ich merke, dass es solche Verhältnisse gibt. Und ist man wieder beim Punkt der Solidarität. Ihre Wortmeldung. Zuerst zur Person. Ich bin in drei Rollen. Pianistin, gelegentlich Publizistin und seit meiner Kindergartenzeit Kulturschaffende. In diesem Sinne kann ich ganz herzlichen Dank aussprechen für Frau Kuhlmann, dass sie gewagt hat, da auf diese Problematik unsere Aufmerksamkeit zu ziehen. Vor allen Dingen, wenn sie über Arbeitsverhältnisse spricht, kommt man vielleicht nebenbei auf die Idee, dass das ein Beruf ist und dass das eine Berufsgruppe ist, die schlecht behandelt ist. Und das, was diese Berufsgruppe leistet, ist eine Arbeit. Wie es in der globalen Welt ist, weiß ich nicht. Vielleicht Wirtschaft, vielleicht eben dieser künstlerische Idealismus. Aber mit Sicherheit weiß ich, wie es in Österreich ist und wo die Ursachen liegen, dass wir als Künstler nicht anerkannt werden und unsere Arbeit ein Hobby ist. Nummer eins ist die noch alte Glaube, dass richtige Arbeit in einem Büro und an einem Schreibtisch stattfindet. Die anderen auf dem Feld oder in der Fabrik. Das andere Problem ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Also ein Durchschnittsösterreicher ist nach meinem Empfinden musischer als alle anderen Völker. Und alle, das meine ich ganz ernst, ohne Ironie. Und weil er so musisch ist, betreibt er auch alle möglichen Kunstgebiete. Und weil er sich engagiert, fühlt er sich gleich Künstler. Und weil die Hierarchie so wichtig ist auch der Unterstützer von einem Hobbykünstler. Und der Künstler, der ausgebildet ist, und zwar ganz teuer, bleibt hinten. Und jetzt wäre unsere Aufgabe, zuerst einmal das als einen Beruf zu sehen, zweitens diese Leistung als eine schwere Arbeit. Und ein Gruß oder ein Blick Richtung Politik, ein bisschen besser zu schauen, wer gefördert ist. Warum gefördert werden Ingenieure und Landesbeamte, die malen, hübsche Bilder malen, anstatt Künstler mit zwei Abschlüssen von zwei österreichischen Kunstakademien, die als Haushaltshilfe empfohlen werden. Das ist ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Und das Zweite wäre sehr interessant, sich die Bildung zu sehen, also die Bildung von Kindheit an, weil von dieser Bildung, die schwer ist, lernt man auch mehr Achtung für diesen Beruf.
Ich habe meine Ausbildung in Polen gemacht, von diesem Alter. Und auch Menschen, die keine Ahnung von Musik haben, wussten, wie schwer dieser Beruf ist, schon in der Kindheit ist. Danke, darf ich Sie an der Stelle unterbrechen? Habe ich gerade mein Schluss. Genau. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für Ihr sehr engagiertes Statement. Insgesamt bitte ich Sie, sich knapp zu halten, weil wir in der gegebenen Voraussetzung der fortgeschrittenen Zeit und der erhöhten Hitze nicht alle von Ihnen zu Wort kommen lassen können. Aber die, die wir zu Wort kommen lassen möchten, bitte halten Sie sich kurz und präzise. Ich darf Herr Krön Ihnen das Mikrofon geben. Dankeschön. Ich möchte ganz kurz nur 4 Punkte erwähnen. Das erste ist, spezifisch salzburgisch, weil wir den Mozart haben, braucht man sonst nichts. Also der Mozart deckt alles zu. Ich habe einen sehr bekannten Komponisten getroffen, der vor kurzem gesagt hat, Mozart ist mein Feind. Wir knien uns nieder, wenn wir Mozart hören, ja, Tag und Nacht, aber das ist schon so, weil das ist ein Alibi sozusagen. Und das Gleiche gilt für die Hochschule Mozarteum und die Festspiele. Wir sind sehr stolz, wir sind sehr froh, dass wir die haben. Aber statt dass sie eine Herausforderung sind, dass die Kultur auch im täglichen Bereich funktioniert, sind sie auch, weil wir die Hochschule haben, die Universität haben und die Festspiele, wird das andere also vernachlässigt. Und zum Beispiel ein Skandal für mich ist das wirklich in Salzburg. Wir sind das einzige Land, das zwar einen Mozart hat, Festspiele und Mozarteum, aber kein Konservatorium. Das einzige Land in Österreich, wir haben ein sehr gutes Musikschulwerk, das hat aber so wenig Geld, ich sage Ihnen, dass tausende Kinder in Salzburg nicht zur Musik kommen, nicht weil die Lehrer nicht gut wären und das Musikum nicht gut wäre, sondern weil sie einfach zu wenig Geld haben, um zu werben. Sie sind froh für jeden, der sich nicht anmeldet, weil sie gar nicht mehr aufnehmen könnten, weil sie zu wenig Lehrer haben. Und die Bürgermeister fördern die Blasmusik, was sehr schön ist, das ist wirklich ein Problem. Das ist ein wirkliches, und ich finde, der Mittelbau in der Musik, dass tausende Kinder, wir haben in Oberösterreich 50.000 im Musikschulwerk, im Tirol, das ungefähr gleich groß ist, 18.000, in Vorarlberg, das viel kleiner ist, 13 und bei uns 7.000 in Salzburg. Also das wäre eine ganz wichtige Sache. Das Dritte, was ich sagen wollte, der Unterschied zwischen Produzenten und Ausführenden. Ich habe ein Beispiel von einem, der liest Sachen zum Lachen und der, weil er sehr sozial ist, hat er bei einer Sozialveranstaltung 3.000 oder 4.000 Euro, glaube ich, verlangt, aber nur, weil er so besonders sozial aufgetreten ist. Gleichzeitig hat das Außenministerium unsere Schriftsteller, die Autoren, über das Land ins Ausland geschickt. Die konnten während der Zeit nicht arbeiten, die mussten also dort Lesungen halten und haben pro Lesung 300 Euro bekommen. Gegen 4.000 einer, der fremde Sachen gelesen hat. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, man sollte mal bedenken, abgesehen von der Kunst und dem Wert in sich, und wir wären alle tot und keine Menschen, hätten wir nicht die Kultur, aber was ein Künstler zum Beispiel, ein Schriftsteller, was der im Gang setzt, der schreibt ein Buch, da müssen Papierfabriken Papier produzieren, da leben Buchdrucker davon, Verlage, Lektoren, die alle nicht zu viel verdienen, aber die leben alle von einem Schriftsteller. Und ein Komponist, wenn Sie sich mal vorstellen, nicht nur, dass die Instrumentenbauer Blech, Metall, Holz, und die Saiten, die Darmhändler und so weiter, was die alle. Aber ein Opernhaus, ja, Techniker, Beleuchter, Maurer, Tischler, was da alles im Gang gesetzt wird von einem Komponisten. Und dann heißt es immer, das sind Schmarotzer und tun nichts dergleichen. Zuletzt noch, es ist ein Demokratieproblem, wir sind in einer Demokratie und Politiker können nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung sich durchsetzen. Und mir hat einmal der Minister Sinowatz, den ich sehr mögen habe, gesagt, ich war für die Kultur im Land Salzburg für 23 Jahre lang mitverantwortlich. Und der hat mir immer gesagt, nachdem ich ihm gesagt habe, wir müssen da wirklich mehr tun für die Jungen und die junge Kunstförderung. Wir werden doch einmal nicht beurteilt, wie schön wir Mozart gespielt haben, sondern was wir an Kultur heute, in unseren Tagen hervorgebracht haben. Hat er gesagt, ja, Sie haben ja recht, aber bitte bedenken Sie, wir wollen nach 4 Jahren wieder gewählt werden. Das heißt, wir müssen die Menschen mobilisieren, dass die Politiker merken, Kultur wird gewünscht von unten und dass wir sie unterstützen, fördern. Wir sind eine Minderheit, auch die Kulturpolitiker sind eine Minderheit, aber wir müssen ihnen helfen, dass wir wenigstens toleriert werden. Also auf und so weiter. Das will ich so sagen.
Das wäre dann doch mal ein Fortschritt in der Diskussion, wenn wir davon abgehen würden, von der sogenannten Umwegrentabilität, der viel zitierten Umwegrentabilität der Salzburger Festspiele zu reden und dazu überzugehen, von der Umwegrentabilität der Kunst zu reden, nicht nur der, die in den Festspielen also produziert wird. Der litauische Kulturminister, mit dem ich mal diskutiert habe, was sehr Schönes sagt, weil ein kleines Land, das so viel für Kultur macht, ist das nicht sehr teuer. Daraufhin sagt mir der Minister zu Recht, wirklich super. Wissen Sie und glauben Sie mir, Kultur ist wirklich teuer. Aber Unkultur kostet noch viel mehr. Wir werden den Herrn Hofrat Grön wieder zurück aus der Pension holen. Wieder installieren als Abteilungsleiter in der Kultur. Frau Kuhlmann, jetzt mache ich Sie ganz kurz zu meiner Moderationskollegin. Sie haben einen weiteren Gast mitgebracht. Da sitzt er. Wenn Sie ihn ankündigen, kann ich ihm das Mikro geben. Ach so, das ist der Herr Reinhard Koll. Er ist erster Geiger beim Tiroler Symphonieorchester und er engagiert sich sehr stark in der Aufklärungsarbeit. Und was er zu sagen hat, das wird er uns jetzt selbst sagen. Meine Damen und Herren, ich habe kein Redetechnik-Seminar gemacht, aber ich bin Musiker. Also ich habe einen Vertrag in Innsbruck, der ist felsenfest, der ist für beide Seiten korrekt. Und ich bin auch Geiger beim Innsbrucker Salonquintett, also ich kenne auch die andere Seite, die wirtschaftlich freie Seite. Nicht? Und ich bin zu Art Bad Fair gekommen. Ich habe ein Interview gelesen vom Herrn Dr. Kuhn. Er ist Leiter der Festspiele in Erl und er war nicht sehr bescheiden, aber das hat mich dann nicht sehr berührt, sondern er hat dann gemeint, seine Musiker kommen nur wegen ihm, wegen der Wahrheit der Kunst und die Frau Kuhlmann soll sich nicht so aufregen, weil es geht eigentlich mehr um die Musik und die Musiker sollen nicht so sehr ans Geld denken. Das hat mich dazu bewegt, einen Brief zu schreiben, einen Leserbrief und der wurde dann komischerweise von vielen Kollegen und von mir auch fremden Leuten begrüßt. Die meisten haben gesagt, endlich sagt einmal jemand was und traut sich etwas. Immer gedacht, wieso? Es ist eigentlich alles bekannt. Politiker, Minister, Landeshauptleute eröffnen Festspiele und sie wissen zum Beispiel, dass in Erl das Orchester aus Minsk arbeitet. Das sind Musiker, die zum Teil jetzt schon mit sehr niedrigen Gagen zu Hause zu kämpfen haben. Sie verdienen ungefähr 50 Dollar im Monat bei ungefähr gleichen Lebenshaltungskosten. Jetzt kommen sie in den Goldenen Westen und verdienen dort pauschal pro Tag 35 Euro als Spesenersatz. Also es gibt nicht einmal eine Gage. Die Musiker haben keinen Vertrag, es gibt nur Tiroler Handschlag, also einen mündlichen Vertrag, den sie einhalten müssen. Da gibt es zum Beispiel Proben, die dauern von 7 bis 12 Stunden in einem Stück. Oder dort wird als meiner Meinung nach nur als Gag vier Wagner-Opern werden hintereinander gespielt. Also die spielen 24 Stunden Wagner mit einer Orchesterbesetzung anscheinend. Die Sänger dürften alternieren, aber das weiß ich nicht. Zu den Proben, dazu verbunden ist ein Kloster, das der Herr Kuhn zur Verfügung gestellt bekommen hat in Italien. Und dort werden die Musiker in einer Akademie ausgebildet. Also eigentlich heißt sie, dass sie bei Kost und Logis halt ihre Proben machen. Und sie bekommen natürlich kein Geld sonst. Dann kommen sie nach Erl, bekommen wieder nur einen Spesenersatz. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die menschliche Seite. Da werden oft beschimpft, werden denunziert. Es hat mir ein Kollege geschrieben, einer der wenigen, die Deutsch können, dass er mit dem Kuhn einen kleinen Disput gehabt hat und dann war die Probe. Und Kuhn hat ihn aufstehen lassen, beschimpft, hat ihm das Instrument aus der Hand genommen, hat darauf herumgekratzt, hat es ihm zurückgegeben und hat ihn weiterhin verhöhnt. Also so geht es dazu. Die Musiker werden halt auch mit dem Gesäß beurteilt und so. Also es ist wirklich schlimm dort. Und dann habe ich mir gedacht, wie ist das möglich, wenn Politiker da zuschauen? Es müsste eigentlich
eine Regel geben. Und es gibt Regeln. Es gibt einen Kollektivvertrag seit 1. Mai 2012. Der ist sowohl für Angestellte, Musiker, als auch für die sogenannten Ambulanten, also die, was heißt so, die Freelancer, die, da gibt es Probenobergrenzen, es gibt Mindestverdienst, es gibt, also es gibt eigentlich alles, was ein Vertrag hergibt. Ich frage mich nur, warum manche Festivals, es ist ja nicht nur in Erl, sich daran absolut nicht halten. Ich habe auch, das ist jetzt wieder ein anderer Punkt, weil Sie sagen, wir brauchen jetzt höhere Steuern und höhere Karteneinnahmen, das glaube ich nicht. Es ist so, dass jeder Euro, der in Kultur investiert wird, 2,5-fach mindestens zurückkommt. Also es ist kein verlorenes Geld, sondern investiertes Geld und das müsste eigentlich die Wirtschaft schon wissen. Nicht? Es gibt Ökonomen, die das ausgerechnet haben. Das ist das eine. Das andere ist, die, da haben wir noch nicht darüber geredet, in der EU, die Kulturförderung ist drastisch zurückgegangen. Also es gibt ein Ranking, da ist eigenartigerweise Island das beste Land, obwohl die noch gar nicht bei der EU sind. Und es geht dann weiter, man glaubt, es kommt gleich Deutschland, das ist aber nicht so. Es kommt zuerst in der Mitte England, Frankreich, dann die letzten fünf habe ich mir gemerkt, da ist einmal als Fünftletzter das Kulturland Österreich, als Viertletzter Irland, auch pleite. Dann das Drittletzte ist Deutschland, denkt man sich, wieso haben die kein Geld? Dann kommt Griechenland, hat man sich auch gedacht, und dann kommt Italien. Also bei Italien ist es wirklich furchtbar, Berlusconi hat die Kultur völlig ruiniert. Es wurde alles privatisiert, es wurde nur gefördert, die Scala und Santa Cecilia in Rom. Die beiden Orchester sind jetzt auch, also die Scala ist hochverschuldet, das wird den Pereira freuen. Und also es wird einfach nichts mehr bezahlt. Und da ist jetzt eine kleine Anekdote, ist aber keine Anekdote. Es ist so, ein Organisator in Italien, in einem kleinen Ort in Manciano, wollte ein Festival gründen. Nur in Italien gibt es, wie gesagt, kein Geld, aber er wollte trotzdem dieses Festival machen. Und das wird so abgehalten, also in Italien, also in der Toskana gibt es sehr viel Gegend und es gibt auch viel landwirtschaftliche Produkte. Und der Organisator hat jetzt ein Orchester, ein Profi-Orchester natürlich, auf den Hauptplatz gesetzt. Da braucht er keine Saalmiete zahlen, nicht? Und dann Straßenlaterne ist auch da. Und dann kommt ein Zuschauer, ein Konzertbesucher und nimmt ein Stück Parmesan und legt es auf den Schalter. Und dafür bekommt er eine Eintrittskarte und dieses Stück Parmesan wird dann an den ersten Oboisten gegeben. Also das ist kein Spaß mehr. Das ist jetzt, wir sind jetzt da beim Naturalienhandel, das ist, wir sind ganz tief hinuntergegangen. Aber auch bezüglich, was Sie gesagt haben, Filmförderung. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, die war ganz froh, sie hat jetzt, spielt jetzt bei einem Film mit, ähnlich wieder mal, und sie hat gesagt, naja, es ist halt ein Low-Budget-Film und ja, also sie kriegt ein Drittel der üblichen Gage, also ungefähr 300 Euro pro Drehtag, da die Produktionen bei uns relativ billig sind, gibt es halt sehr wenige Drehtage. Aber sie hat mir dann noch etwas anderes gesagt. Es gibt eine Dokumentarfilmerin, die bekommt überhaupt keine Förderung. Die muss zuerst ihre Filme machen und dann, wenn der Film fertig ist, geht sie halt hausieren mit ihren Filmen. Und da kann man natürlich den Preis sehr drücken. Nicht? Aber noch eine Kleinigkeit wollte ich noch sagen. Es ist schwierig, überhaupt etwas zu erfahren. Es gibt zwar in Erl zum Beispiel einen Rechnungshofbericht, da kann man einiges nachlesen. Das ist auch ziemlich eigenartig, dass sich zum Beispiel Kuhn ein Auto, ein Dienstauto bekommt und da wird alles bezahlt, sogar die Strafmandate. Also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, mein Sohn, der hat bei einem Musical mitgespielt im Landestheater in Innsbruck. Das heißt King and I und da hat er den Sohn der Lehrerin gespielt, die dann die Kinder von dem König unterrichtet. Also er war relativ also im Einsatz, er hat Text gehabt, er hat gesungen, getanzt und dann ist es darum gegangen, ob er eine Gage kriegt. Und dann wurde ihm gesagt, für eine Probe, die 4 Stunden dauert, kriegt er 10 Euro.
für eine Aufführung 15 Euro. Also es war relativ wenig. Dann bin ich mit ihm zur Intendantin gegangen und gesagt, ist das nicht etwas zu wenig, auch für einen Jugendlichen, er war 17. Hat sie gesagt, naja, wenn er es nicht machen will, soll es ein anderer machen. Also er hat es machen wollen. Und jetzt zum Schluss noch etwas, ein anderes Beispiel. Mein Sohn macht eben eine Musical-Ausbildung am Konservatorium in Wien. Und da wurde er entdeckt vom Herrn Birkmeier, dem Regisseur, und er hat ihm vorgesprochen und vorgesungen und hat ihm dann eine kleine Rolle in der Josefstadt gegeben. Da war er natürlich sehr froh. Und da ist es dann wieder um Gagen gegangen und er hat gesagt, er kriegt keine Gage, sondern er bekommt einen Monatsgehalt. Also da kann ich sagen, dem Herrn Föttinger, der hat das. Der, so führt man ein Theater, ein Intendant muss den Künstlern auch ein Einkommen geben, damit sie ein Auskommen haben. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir haben für den Augenblick, weil es doch tatsächlich ziemlich heiß ist, zwei Beiträge, Sie und dann ja, Sie. Ja, ich werde mich auch ganz kurz halten. Im Grunde wird bei allen diesen Punkten vergessen, dass es ein Problem der Demokratie ist. Das Hauptproblem oder die Probleme des Künstlers und der Kunst sind schlechthin die, dass man mit den üblichen Instrumentarien der Demokratie, nämlich der Abstimmung, nicht zurechtkommt. Und es geht im Grunde darum, dass die Anzahl derer, die sich für ein künstlerisches Problem engagieren, größer wird. Und da vermisse ich, dass die Österreicher, ich sage es jetzt pointiert, richtige Scheißer sind. Sie wagen es nicht, solche und ähnliche Probleme zur Diskussion zu stellen, sie zu veröffentlichen. Jeder hat Angst. Ich bin 50 Jahre Architekt gewesen in dieser Stadt. Ich war nie bei einer politischen Partei und ich bin aber immer zugeordnet worden. Die Startbedingungen für einen jungen Architekten sind nämlich auch nicht lustig. Sie machen zuerst einmal 20 Wettbewerbe, bis sie einen gewinnen. Und da wird auch nicht gefragt, wie sie über die Runden kommen, sondern sie müssen sich was einfallen lassen. Einmal helfen sie bei dem Kollegen aus, einmal bei dem. Und die Politiker, mit denen ich diesen 50 Jahren zu tun hatte, sind alles kulturell betrachtet unteres Niveau. Das sind ja Leute, die überhaupt nichts verstehen, die sich nur interessieren für irgendwelche... Und das schlägt sich auch nieder in den Entscheidungen. Also es geht darum, dass wir alle diese Probleme, wo immer sie auftreten, und darin sehe ich den eigentlichen Wert ihrer Bestrebungen, dass das in die Öffentlichkeit kehrt. So, nur so geht es in einer Demokratie weiter. Wir wollen ja alle keine autoritäre politische Strukturen, wo ein großartiger Erzbischof oder Diktator dann, weil er kulturell ausgebildet ist, uns irgendwas Vernünftiges oder was Besseres liefert, sondern die Demokratie kann das nur, wenn der Anzahl derer, die sich für Kunst und Kultur engagieren, größer wird, und das geht nur so, dass wir uns auf jeder möglichen Ebene, wo man die Möglichkeit hat, sich äußert und einbringt. Danke. Danke sehr. Das ist der Aufruf zur Solidarität aus dem Publikum, den wir sozusagen zu Ihnen zurückspielen. Wir haben ihn hier oben gehört und wir spielen ihn zurück. Es geht um uns. Bitte sehr. Ja, ich hätte noch zwei Fragen, aber zuerst möchte ich noch kurz gern bemerken, dass, wie Sie schon gesagt haben, in der Wissenschaft zum Beispiel die Bedingungen ähnlich sind, in den Medien Bedingungen ähnlich sind und bei Berufsanfängern ist es sowieso so. Ich hätte jetzt zwei Fragen, weil immer wieder an den Herrn Schellhorn und auch an Sie, Frau Kuhlmann, zum Thema Umschichtung ist immer wieder gekommen. Sehen Sie da eine Möglichkeit, Herr Schellhorn, dass man das Budget irgendwie umschichtet Richtung mehr Kultur? Was könnte man umschichten? Ja, umschichten ist eine schwierige Frage, weil wenn man umschichtet, muss man jemand anderen etwas wegnehmen. Ne? Das ist ganz klar. Also wir haben hier Verteilungskämpfe, jemand hat das schon gesagt. Wir haben insgesamt in der Gesellschaft natürlich eine ungerechte Verteilung von Einkommen, von Vermögen. Das ist auch hier ein Problem. Sie haben das angesprochen, da haben Sie vollkommen
Vollkommen recht. Aber ich bin gerade jetzt damit beschäftigt, am Beginn das Budget zu basteln, gemeinsam mit meinen Regierungskolleginnen und Kollegen für das Jahr 2014. Und ich kann Ihnen versichern, es ist nicht so leicht, umzuschichten von einem zum anderen, weil überall sofort jeder und jede Betroffene aufschreit, schmerzhaft. Bei mir kann man nichts kürzen, bei mir kann man nichts streichen. Also das ist nicht so einfach. Es ist auch so, dass eigentlich in vielen Bereichen, betrifft jetzt das Landesbudget, ja, ich bin gleichzeitig für Soziales zuständig. Es ist ein Wahnsinn, genauso im Sozialbereich kann man eigentlich nicht kürzen. Wir haben so viele Pflichtaufgaben, so viele Aufgaben im Bereich der Behindertenhilfe, der Pflege, der Jugendförderung. Ja. Also wenn ich jetzt dort kürzen will, es geht nicht. Aber wo ist denn wirklich viel Geld drin? Es ist viel Geld drinnen. Ich kann Ihnen eines sagen, man muss schlussendlich wirklich ehrlich sein. Die Steuereinnahmen sind in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern gesunken sogar. Sie sind gesunken und das heißt, schlussendlich kann der Staat ja nur mit dem operieren, mit dem Geld operieren, was hereinkommt. Und dann kann, natürlich kann ich umverteilen, indem ich zum Beispiel eine Straßenbauprojekte genau, nicht durchführe. Das ist eine Absicht von uns, dass man Ortsumfahrungen nicht baut, die über 100 Millionen Euro kosten, also das Doppelte zum Beispiel vom Landeskulturbudget. Da sind in der Vergangenheit meines Erachtens einfach falsche Schwerpunkte gesetzt worden. Es ist die Bauindustrie gefördert worden, die dann ohnehin dann in Konkurs gegangen ist hier in Salzburg. Und es ist sehr wenig in Kultur und Soziales, sage ich, investiert worden. Also hier müssen neue Schwerpunkte gesetzt werden, aber es heißt einfach, in anderen Bereichen muss dann etwas weggenommen werden. Das ist ganz klar. Viel Spaß bei den Verhandlungen. Danke. Sie hatten noch eine zweite Frage. Es geht jetzt mehr an Sie, Frau Kuhlmann, was mir oft aufgefallen ist, so wenn man mit Menschen im Kulturbereich spricht, es ist quasi in viel zu arbeiten. Ich habe oft, wenn ich gesagt habe, naja, das ist aber jetzt viel, oder wo ist denn da mal eine freie Zeit oder so, oder gibt es da Wochenende, ist gleich immer der Vorwurf gekommen, man wäre nicht leidenschaftlich genug, man macht das nicht so gern, man möchte das gar nicht machen. Sehen Sie, was sagen Sie dazu? Ja, das ist genau dieses falsche Bild von dem Künstler, der quasi nur für die Kunst lebt. Ja, der Künstler ist nicht nur Künstler, der für die Kunst lebt, sondern er ist auch Mensch. Der Josef Hader hat das mal so lustig formuliert, er hat gesagt, ja was, ich bin Künstler, auch ich muss aufs Klo. Ja. Also der Mensch braucht Regenerationsphasen. Das weiß ich als Sängerin ganz besonders, weil mein Körper, meine Stimme nicht funktioniert, wenn ich nicht 8 Stunden geschlafen habe. Wir haben es jetzt gerade erlebt, wir haben 4 Vorstellungen von Falstaff in 5 Tagen gesungen. Für uns war das ein unglaublicher Kraftakt, besonders bei dieser Hitze. Also wir sind gestern nach der vierten Vorstellung innerhalb von 5 Tagen, wir sind echt am Zahnfleisch gekrochen. Ja? Und das interessiert aber niemanden draußen im Publikum. Ja? Also die wollen nur, dass wir funktionieren, dass das Spiel am Schnürchen rennt und dass wir erschöpft sind, das hat eigentlich niemanden interessiert. Das sogar bei den Salzburger Festspielen passiert sowas. Und man muss einfach darauf hinweisen, ein Künstler ist nicht 24 Stunden rund um die Uhr Künstler, sondern er ist auch ein Mensch, der aufs Klo muss oder seine Regenerationsphasen braucht. Ja. Und das hat nichts mit mangelndem Idealismus zu tun, ja. Da gibt es einiges an Nachholbedarf, ganz offensichtlich. Aufklärungsarbeit. Wir haben im Rahmen der Werbung für diese Veranstaltung auch in der Hofstallgasse ganz bewusst nach den Falstaff-Aufführungen Flyer verteilt. Einmal war ich selber dabei mit meinem Sohn. Und wir haben Leute angesprochen, die Elisabeth Kuhlmann eben gerade ganz offensichtlich erheblich zugejubelt haben und im nächsten Moment aus dem Haus für Mozart herauskamen. Und diejenigen, denen, und da rede ich jetzt ein bisschen in Klischees, die dem äußeren Eindruck nach am ehesten sich die teuersten Karten haben leisten können, waren am wenigsten geneigt, auch nur zuzuhören, geschweige denn einen Flyer von Artbad Fair in Empfang zu nehmen. Da gibt es doch einiges an Bedarf. Da habe ich sehr oft gehört, geh, lassen Sie mich in Ruhe. Ja, wir haben natürlich mit dem Namen Kuhlmann gespielt. Diejenigen, die hinten am Eck standen und 20 Minuten gewartet haben, dass sie einen Künstler
eine Künstlersignatur auf einer Fanpostkarte bekommen. Die waren alle bereit zuzuhören, die haben gerne die Flyer entgegengenommen. Da gibt es doch noch einiges an Bedarf. Zum Abschluss würde ich mich freuen, weil wir uns nicht heute Abend über die Künstler, sondern mit den Künstlern unterhalten wollen. Gibt es aus den Reihen derjenigen, die da sitzen, die Jungen, die am Weg sind, die sich wohin bewegen, die ihre Ängste, ihre Vorstellungen haben, egal aus welchen Bereichen, gibt es jemanden von euch, der noch was sagen möchte? Das würde mich persönlich sehr freuen. Gleich. Mein Name ist Georg Daxner, ich bin einer von den Bösen, nämlich der die Künstler bezahlen soll und die Angestellten. Ich mache das Winterfest, manche von Ihnen kennen das im Volksgarten. Und ich möchte nur jetzt als erstes sagen, mir geht es heute ein bisschen zu sehr verallgemeinernd und zu sehr lamentierend zu. Am meisten stört mich das, was Sie gesagt haben, hier Architekt, der 50 Jahre Architekt war. Es sind bei Weitem nicht alle 100% Politiker Arschlöcher. So ist es nicht. Ich kenne ganz tolle Politiker. Sie haben gesagt, alle. Und ich möchte einfach auch etwas Positives beitragen. Es gibt auch tolle Politiker, wie zum Beispiel, hoffe ich, der Herr Schellhorn und auch andere, die kulturelle und künstlerische Anliegen haben und auch was weitergebracht haben. Ich glaube, in dieser Stadt können wir zum Beispiel relativ zufrieden sein mit unserem Bürgermeister. Ich bin kein Sozialdemokrat, ich will das trotzdem sagen. Aber wir müssen einfach das ganz klar sehen, was der Herr Hofrat Grön gesagt hat. Es gibt Dutzende Untersuchungen und Umfragen und Feststellungen. Mit Kunst und Kultur ist keine Stimme zu gewinnen. Und das müssen wir wissen, mit dem müssen wir arbeiten. Wir brauchen nicht zu glauben, dass wenn wir jetzt hier diskutieren, dass wir was verändern, sondern das Einzige, wo wir eine Chance haben, ist Solidarität und auf die Straße hinauszugehen. Es hilft nichts anderes, ich arbeite seit 35 Jahren in diesem Dorf hier und habe es, glaube ich, ganz weit gebracht, vor allem für meine Künstler und für meine Angestellten. Ich bin eher so bezahlt wie die schlecht bezahlten Künstler, weil ich brenne für meine Sache oder für meine Sachen und weil mir meine Sachen sehr, sehr wichtig sind, vor allem für diese Stadt. Und da ist es mir noch wichtig, dass ich vielleicht bei Robert Bierens noch etwas anfüge, was er ganz am Anfang gesagt hat, dass er aus ethischen Problemen, aus ethischen Anliegen die Eintrittspreise niederhalten will. Mir ist es beim Winterfest immer das Anliegen gewesen, die Preise teilweise so hoch wie möglich anzusetzen, um aus ethischen Gründen meine Leute fair zu bezahlen. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, zum Beispiel sitzen hier am Podium sicher zumindest 6 Personen, die mehr wie 22 Euro gerne bezahlen, wenn sie in eine Vorstellung wie im Schauspielhaus gehen. Und deshalb finde ich das einen ganz wichtigen Ansatz, dass man schaut, hohe Preise und mit diesen hohen Preisen die Künstler, die Mitarbeiter und die niedrigpreisigen Karten zu finanzieren. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und ein wichtiger Punkt ist noch, das darf man nicht verallgemeinern, sondern muss es auf der menschlichen Seite sehen. Ich glaube, so wie sich Herr Pereira verhält, würde sich zum Beispiel Markus Hinterhäuser nicht verhalten. Der würde nicht 4 Opern hintereinander ansetzen, sondern der weiß selbst, was es heißt, an 4 Abend hintereinander zu singen oder auf der Bühne zu stehen. Also da muss man wiederum einfach nur sagen, Gott sei Dank ist dieser Herr bald weg. Und es wird hoffentlich wer anderer nachfolgen, der mehr Qualitäten hat auf anderen Ebenen. Und das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Eins vielleicht noch. Das möchte ich auch den Künstlern und Kulturschaffenden mitgeben, weil ich in den letzten Jahrzehnten eben diese Erfahrung gemacht habe. Es geht immer mehr in diese Richtung, dass es einige wenige Menschen gibt, die zu viel Geld haben und viel zu viel Geld. Eigentlich sollte einer von denen auch heute am Podium sitzen, weil die sind wesentlich bereiter, Geld zu geben, wie die Politiker. Und die können das auch eher. Ich habe beim Winterfest 87% Eigenfinanzierung, bekomme von der Landesregierung, von der Kulturabteilung, vom Vorgänger, vom Herrn Schellhorn, nie mehr wie 1% für das Winterfest, habe aber sehr hohe Sponsoreinnahmen, weil ich
eben durch mein Brennen auch die Sponsoren zum Brennen bringe, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich glaube, da gibt es wirklich noch ganz viel nachzuholen. Wir dürfen uns nicht immer nur auf die Politiker ausreden und an den Politikern anhalten. Es gibt Geld woanders abzuholen und da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dennoch glaube ich, gilt es festzuhalten auch, dass das Winterfest natürlich eine tolle Veranstaltung ist, die ich gerne besuche. Und auch sehr bereit war, glaube ich, um die 40 Euro auszugeben, weil ich mir wusste, das ist es mir wert. Wir reden hier allerdings von einer dauerhaften Institution, die 365 Tage im Jahr für ihr Publikum da ist. Und das mit 65 Leuten, die hier auf der Bezahlseite zu finanzieren sind. Und gleichzeitig wollen wir das Publikum einladen. Robert, ich denke, da möchtest du antworten. Ja, Georg, es ist genauso. Ich bin für einen Ganzjahresbetrieb verantwortlich und ein Ganzjahresbetrieb lebt vom mehrmaligen, in diesem Dorf, vom mehrmaligen Besuch derselben Leute über die Dauer einer Saison. Und da sieht die Preisrechnung anders aus. Ich vertrete es so. Ich will einen Menschen öfter hier haben und ich will auch Leute, die weniger verdienen, hier öfter haben. Bei aller Liebe zum Winterfest und ich genieße es auch jedes Jahr aufs Äußerste und ich würde nicht einladen, würde es auch sofort bezahlen. Ich vergleiche es nicht mit einem Ganzjahresbetrieb, der im September aufsperrt und im Juli zusperrt. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der bei der Gelegenheit noch zu erwähnen wäre, ist der, dass dieser Ganzjahresbetrieb, der im September auf und im Juli zusperrt, ganz andere Grundlagen für Sponsortätigkeit hat, nämlich nicht sozusagen die tolle Kompanie von irgendwoher, mit der ich gesehen werden muss notwendigerweise, sondern der dauernde, alltägliche Betrieb, der für Sie heute Morgen, übermorgen da ist. Während wir hier reden, gibt es Leute, die nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen können, weil sie draußen in Elsbeten proben. Also hier zu Sponsoren zu finden, ist ein viel schwierigeres Handwerk. Gelingt aber auch. Frau Kuhlmann. Ich wollte noch etwas drauf sagen, weil Sie die Intendantschaft der Salzburger Festspiele angesprochen haben. Ich darf verkünden, ich war direkt vor dieser Veranstaltung bei einem Meeting mit Frau Dr. Rabel-Stadler, der Festspielpräsidentin, gemeinsam mit meiner Kollegin Laura Aikin, die sich auch von Anfang an in die Diskussion um die Probengelder und so weiter eingebracht hat. Wir haben ein sehr positives Gespräch mit ihr gehabt und wir haben sie darum gebeten, dass sie den zukünftigen Intendanten, wer immer das sein wird, in unserem Sinne unser Anliegen vorträgt. Und ich darf verkünden, was mich sehr freut, dass sie unserer Initiative Artsport Fair sehr sympathisch gegenübersteht. Also sie sympathisiert mit uns und sie hat versprochen, dass sie mit dem jeweiligen zukünftigen Intendanten, wer immer das wird, also der Interimsintendant ist jetzt der Sven Erik Bechtholf, dass sie ihm ernsthaft unsere Anliegen vortragen wird. Ich finde das ein schönes Zeichen von ihr und das lässt Gutes hoffen. Und ja, das ist eine schöne Neuigkeit, finde ich. Kurioserweise wurde ja die Intendantenfindung an Headhunter übergeben, damit die irgendwie eine Auswahl treffen, die dann das Kuratorium, das offensichtlich ein bisschen zu denkfaul ist, selber hätte treffen können. Wenn wir uns einfach mal hier heute verabreden, hätte der Markus Hinterhäuser, glaube ich, ganz gute Chancen. Ich hatte um Stellungnahme aus der Jugend gebeten und da sitzt sie. Ja, guten Abend. Ich bin Schauspielschülerin hier am Schauspielhaus und ob es jetzt noch passt oder nicht. Auf jeden Fall finde ich das Thema der Eigenverantwortung der Künstler so, so wichtig. Es begegnet mir jetzt gerade, weil ich mich im nächsten Jahr bewerben werde oder ich werde mich jetzt im Herbst bewerben, damit ich nächstes Jahr hoffentlich einen Job habe. Und dadurch, dass wir Schüler schon mitspielen hier im Haus, haben wir sozusagen die Praxiserfahrung schon ganz nah da. Und ich merke einfach, also wir Schüler spielen zum Beispiel teilweise, wenn wir im Weihnachtsmärchen sind, mehr als manche Ensemblemitglieder, kriegen kein Geld und gehen nebenher arbeiten, damit wir diese Ausbildung, damit wir hier wohnen können und alles. Das habe ich mir so ausgesucht. Das ist keine Kritik am Haus, es ist wie es ist, es ergibt sich einfach aus den Umständen.
Und ich merke aber auch, ich als Schüler wachse in ein Bild hinein, das daraus besteht, nämlich genau dieses, es gibt keine Freizeit, dieser Punkt von der Idealismus am Künstler sein muss so groß sein, dass ich als Privatperson dabei draufgehe, dass meine Energie, dass ich meine komplette Lebensenergie in etwas reinstecke, wo ich vielleicht irgendwann mal sogar davon leben kann. Und mit diesem Bild wächst man auch als Schüler auf. Also jemand, der wirklich mit einem Idealismus startet, kennt nichts anderes und kommt in dieses System rein. Und das finde ich ganz wichtig zu sagen und zu merken, ich bin auch eine Person, ich leiste etwas, das ist meine Arbeit und ich will entsprechende Bezahlung und dieses Selbstbewusstsein erstmal zu entwickeln in einem Umfeld, wo alle lauter wackelige Egos sind, die gerne ihre Kunst machen möchten, aber, ist mir ganz wichtig. Und das finde ich, und da fängt es an. Jeder muss bei sich wirklich auch zu seiner Kunst stehen können und sagen können, das mache ich. Ich mache das so, ich bin gut da drin und wer das nicht findet, tschüss. Und dieses Selbstbewusstsein habe ich jetzt langsam im Blick, wo ich denke, das ist mein Ausgangspunkt für eine hoffentlich Karriere, weil anders, also da fängt sozusagen ein neuer Idealismus für mich an, dass ich dieses Selbstbewusstsein auch mit in den Beruf nehme. Und das finde ich ganz wichtig. Danke. Darf ich? Sekunde. Herzlichen Dank für dieses wichtige Statement, denn daraus leite ich etwas ab. Etwas, was heute schon diskutiert wurde und was von mehreren von Ihnen angesprochen wurde. Hier hat jemand beschrieben die Ausbildungsbedingungen, der sie sich freiwillig unterwirft, weil sie in diesem Haus sind, wie sie sind. Da steckt viel, ein Wort, das wir gerne gebrauchen, Herzblut drin, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, da steckt irre Anstrengung drin, innerhalb von kürzester Zeit bis zu 60 Weihnachtsmärchenvorstellungen immer wieder mit frischer Energie zu spielen. Und wenn dieser junge Mensch, dann auf den Markt geht, wo ja bekanntermaßen keiner wartet, wenn dieser junge Mensch dann auf den Markt da draußen geht, dann hat er sich erarbeitet, angemessen, fair für seine Arbeit entlohnt zu werden. Ich möchte, damit kein falscher Eindruck jetzt bei Ihnen entsteht, hinzufügen, es ist richtig, dass die Schauspielschüler während ihrer Spieleinsätze hier am Haus nicht bezahlt werden, das stimmt. Sie sind aber natürlich versichert, sodass Ihnen ein Unfall auf der Bühne passieren dürfte, ohne dass Sie oder das Haus ein Problem hat. Richtig ist aber auch, dass die Einnahmen, die aus den Spieleinsätzen der Schüler generiert werden, 1:1 in die Ausbildung selber wieder fließen. Wir sind die einzige Privatschule, Schauspielprivatschule, die ich kenne, und ich kenne, glaube ich, alles in diesem Bereich, die kein Geld kostet. Schauspielschulen, private Schauspielschulen kosten in der Regel 400 bis 600 € im Monat pro Schüler. Wir leisten uns die Vision, dass die Ausbildung hier im Haus nichts kostet, und finanzieren tun diese Ausbildung, die im Jahr etwa 100.000 € kostet, die Schüler über ihre Spieleinsätze und über den Verkauf der entsprechenden Karten. Nur damit Sie nicht glauben, wir beuten jetzt die Schüler aus, um den Restbetrieb zu finanzieren. Das ist nicht so. Danke, bitte. Ja. Guten Abend, mein Name ist Alexander Bauer, ich studiere Orgel und Komposition am Mozarteum. Ich möchte zuerst sagen, ich pflichte dir absolut bei. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man für sich, für vor allen Dingen auch sein eigenes Wohlbefinden, sein psychisches Gleichgewicht nicht dafür schämen muss, für das, was man tut. Und das ist für mich immer schwieriger zu sagen, mit dem, was ich studiere, sehe ich in irgendeiner Weise eine Zukunft. Gerade beim Studium Komposition zum Beispiel. Wir studieren unsere 6 Semester Bachelor, dann machen wir noch 4 Semester Master drauf. Wir haben die Gelegenheit, für diverse Ensembles zu schreiben, und dann sind wir in freier Wildbahn, und was dann? Es wird dir nicht beigebracht, wie du dich irgendwie durchsetzt. Und sowieso der Markt für neue Musik ist verschwindend. Es ist in der Universität an sich so,
die Bereiche, also der Bereich Neue Musik ist total abgekapselt. Das sind zwei Räume im Mozarteum, wo das passiert. Es gibt fast kein Interesse unter den jungen Musikern, Neue Musik, wenn du irgendeinem Geigenstudenten sagst, möchtest du ein Stück von mir spielen, die lehnen das ab. Es ist auch nicht Teil des normalen Studiums. Daran muss auch gearbeitet werden, weil die Neue Musik ist genauso ein Kulturgut, ein Teil unserer jetzigen Kultur, wie Bach oder Mozart oder was auch immer. Diese Dinge sind wichtig. Und mir... Vielen Dank. Und als Komponist hat man jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder man lässt es drauf ankommen, man wird freischaffend, oder man geht in den Film, in die Werbung, in was auch immer, man schreibt irgendwelche Jingles oder Hörspielmusik. Diese Arbeiten sind de facto keine kreativen Arbeiten. Es ist ein Handwerk. Filmmusik zu komponieren ist ein Handwerk. Du hast keine Möglichkeit, dein eigenes Ding zu machen. Und sozusagen nur, weil wir das können, uns Musik vorzustellen und diese in Papier zu übersetzen, sozusagen in Notenschrift, sind diese Ausweichmöglichkeiten oder das, worauf es zusteuert, das ist verheerend. Ich meine, ich habe mich ein bisschen verrannt, Entschuldigung. Ich möchte sagen, auch allein Ensembles wie das ÖNM zum Beispiel, ich hatte einmal das Privileg, die Ehre, mit ihnen zusammen spielen zu dürfen bei einem Konzert, das habe ich sehr genossen. Und das sind Strohhelme, an denen wir uns aufhängen. Und es wurde auch immer von Öffentlichkeit geredet vor, dass irgendwas an die Öffentlichkeit muss. Aber wie schaut die Öffentlichkeit aus? Alle Leute, die hier sitzen, sind kunstinteressiert, aber wir sind die Pelle der Kartoffel. Der Großteil der Leute interessiert sich überhaupt nicht für neue Kunst. Und man muss das auch ein bisschen so sehen. Also wenn man sagt, wofür machen wir Künstler unsere... Wozu machen wir das? Macht ihr das für den kleinen Mann von der Straße? Ich versuche das. Aber es gelingt nicht immer, weil wir gehen zum Konzert. Es gehen Künstler, es gehen Kollegen, es gehen kunstinteressierte Menschen und 90% der Leute, die Geld haben und die sich die Karte kaufen können. Und das steuert auf einen Abgrund zu. Danke. Vielen Dank. Ja, es wäre, glaube ich, sehr wichtig. Robert, eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist, ich habe mit dem jungen polnischen Schauspieler, den ich eingangs erwähnt habe, der für 26 Euro 16 Stunden gedreht hat und dafür 6 Stunden nicht aufs Klo durfte und dann den zweiten Tarif für Lau dazu bekommen hat, den zweiten Drehtag für Lau dazu bekommen hat. Mit dem habe ich gestern geredet, weil der sich bei einer Wiener Agentur angemeldet hat. Und der hat mir den Vertrag gezeigt und ich bin mit dem durchgegangen. Und nur ein kleines Beispiel, da steht drauf, weil das heute sozusagen üblich ist, für Low- oder No-Budget-Produktionen wird die Provision der Agentur nach Vereinbarung ausgehandelt. Also Low-Budget heißt so viel wie, das ist das Budget und wir verhandeln einen Anteil mit dir. Was heißt No-Budget? Es gibt kein Budget und trotzdem eine Provision für die Agentur, die mich für einen Job vermittelt, für den ich bezahlen muss, damit ich ihn erfüllen kann, nur damit ich was auf meinem CV habe. Also Vertragsrecht in das Schauspielstudium zu integrieren, ist mir gestern als Gedanke gekommen, um junge Leute auf die Welt vorzubereiten, auch hinsichtlich der Erfahrungen, die sie dort machen. So, wir haben... Ich muss sagen, Sie halten bemerkenswert gut durch. Draußen ist es ein bisschen kühler geworden, es geht ganz gut. Wir haben noch 2 Wortmeldungen, die ich auf der Liste habe und dann gehen wir, glaube ich, zum gemütlichen Teil über. Eine Wortmeldung ist deine. Mein Name ist... Ja, es geht. Mein Name ist Salzmann. Ich bin ehrenamtlicher Obmann des Theatervereins
Und ich glaube, wir sind alle zutiefst berührt von all dem, was wir gehört haben. Und es ergibt sich in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage, was kann ich tun, was können wir tun? Ich glaube, was wir alle tun können, ist, dass wir erstens möglichst viele kulturelle Veranstaltungen, sei es Konzert, Theater, Ausstellung, was immer besuchen und dass wir versuchen, unsere Verwandten und Freunde auch dazu zu bringen. Das nächste, sozusagen der nächste Schritt wäre, ehrenamtlich in kulturellen Institutionen seine Erfahrungen, seine Kraft, seine Zeit einzubringen. Und ein weiterer Schritt wäre, in den vielen Freundesvereinen, die es für die unterschiedlichen Institutionen gibt, diesen Vereinen beizutreten und auf diese Art Mitarbeit und auch mit einem Beitrag eine Unterstützung zu geben. Sonst endet alles immer wieder in langen Diskussionen, viel Verständnis für die Probleme, aber keine praktische Aktivität. Danke sehr für dieses Engagement, das wir hier im Theater zu schätzen wissen und das gleichzeitig eine Aufforderung an die kreative Kraft vieler von uns ist. Und diese Kraft gibt es, ich sehe es Ihnen an. Die letzte Wortmeldung derzeit, Barbara Wolf-Wicher möchte eine Bresche für die bildenden Künstler schlagen. Ja, das auf der einen Seite, aber vorher ist mir eigentlich gerade jetzt in diesem Zusammenhang der letzten Wortmeldung etwas wieder eingefallen. Im vorgehenden Landeskulturbeirat und im Vorgänger von Herrn Schellhorn gab es eine Untersuchung. Eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass in den Gemeinden, dass man versuchen müsste, in den Gemeinden sehr konkret einmal, will heißen Bürgermeister etc. zusammenzufangen, wo wahrscheinlich nicht nur die, und ihnen klarzumachen, nachgewiesenerweise, 1 Euro, das heute schon gesagt worden ist, 1 Euro Investition in Kultur bringt 2,50. Da gibt es die Untersuchung, das ist durchgeführt worden seinerzeit von der Fachhochschule Puch. Das Papier ist da, das ist aus mir unbegreiflichen Gründen irgendwo verschwunden halt. Auf der anderen Seite ist das auch liegen geblieben, dass David Brenner seinerzeit wollte, aber sich aus irgendwelchen Gründen, weil nicht zuständig oder so wie, dann doch nicht dran herangewagt hat, bei Bürgermeisterkonferenzen, das ist nämlich die Frage, was ist mein Publikum und wer ist eigentlich der Adressat, nicht nur die Künstler selber. Die Bürgermeister überhaupt auf die Idee zu bringen, was es bedeuten würde, für die in ihren Gemeinden lebenden, bildenden, ausführenden Musikkünstler, was auch immer, hier Investitionen zu machen. Investitionen würde zum Beispiel heißen, und da bin ich jetzt kurz bei der bildenden Kunst, es gibt ganz viele bildende Künstlerinnen und Künstler, die eine Ausbildung hinter sich haben, versuchen sich irgendwo zu etablieren, aber zum Beispiel diese Doppelmietzahlung zwischen Wohnen und Ateliermiete einfach nicht erstemmen. Es gibt in fast jeder Gemeinde ein Haus, das irgendwo herumsteht, weil noch man diskutiert, was man damit machen soll und ähnliche Dinge. Ich sage nur, in Grödig steht zum Beispiel das ehemalige Ersatzgemeindeamt seit 1,5 Jahren leer. Ich habe mit dem Bürgermeister geredet und gesagt, bitte mach das Haus auf und lass die Künstler hinein. Die haben ein Atelier, dort ist fließendes Wasser, Klo etc. Ist nichts weitergegangen. Das heißt, wenn Sie es, Herr Schellhorn, schaffen würden, diese Altlast wieder zu beleben,
und zum Beispiel die Bürgermeister tatsächlich bei solchen Konferenzen zusammenzubringen und wahrscheinlich nicht nur die, sondern die Gemeindesekretäre sind in aller Regel meistens wichtiger. Aber die dazu zu holen in Regionen, dann ist das eine Sache. Das ist die Ebene auf der Gemeinde. Das Zweite, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, das ist sozusagen das Land überspringend. Ich war 6 Jahre lang Kulturkonsulin in Berlin und bin genau in dieses Fahrwasser hineingekommen, Künstler auszubeuten. Das heißt, ich habe versucht, ein Programm zu machen, die Ärgsten und die am schlimmsten dran waren, die Literaten. Habe versucht, die nach Berlin oder nach Schwerin oder sonst wohin zu bringen. Und das Außenministerium musste mir jeden Futzel einzeln genehmigen. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel man bei der Barbara Frischmuth erklärt hat, das genügt eh für den einen Tag, wo sie da ist und liest. Da kriegt sie einen Reisekostenzuschuss, alles andere, das war damals bitte nach dem Ende der DDR, also das heißt, das dicke Geld war auch nicht da in den Gemeinden, die sollen das schon zahlen. Ergebnis war, sie hat bei mir gewohnt, weil wir kein Geld für die Übernachtung bekommen haben. Ähnliches mit Herumfahren und anderen. Das heißt, ich glaube, es gibt die verschiedenen Ebenen. Es gibt die Ebene der Gemeinden und dort, glaube ich, ist der massive Punkt, wo man ansetzen sollte. Das Zweite ist natürlich das Land, aber da wissen wir, dass es da nicht so ganz einfach geht. Das geht bei den bildenden Künstlern, wäre zum Beispiel diese Art und Weise der Solidarisierung, und da gibt es ja genug Kunstvereine und geht auch über den Dachverband beispielsweise. Aber egal, einfach, dass zum Beispiel die bildenden Künstlerinnen und Künstler sich dagegen wehren, wenn sie ausstellen in einer Galerie XY, dafür Miete zu bezahlen, die Aufsicht zu stellen, die Einladungen selber drucken zu müssen, womöglich möglichst gratis nur einen Katalog herzugeben. Und der Galerist nimmt es zur Kenntnis und sagt, anders kann ich da meine Räume nicht zur Verfügung stellen. Also ich glaube, das sind einfach Dinge, wo die Solidarisierung noch viel breiter sein müsste. Aber wichtig scheint mir, dass man sagt, bitte fangt's auf den Gemeinden jetzt einmal an. Danke. So. Eine Wortmeldung gab es noch von, ich sehe sie nicht, zeigen Sie einfach mit der Hand da hinten. Okay. Danke. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Viel werde ich nicht sagen, weil ich mir schon ganz schlecht ist irgendwie. Aber ich studiere im Master Gesang letztes Jahr und habe jetzt angefangen, Jura noch zu studieren, um irgendwie diesem Druck zu entgehen und um diese Angst zu umgehen, dass ich in diese Abhängigkeit reinkomme und um vielleicht auch die Chance zu haben, zu sagen, nein, ich nehme diesen Job nicht an, weil diese Spirale sonst immer weiterläuft. Und ich habe Kollegen, nicht jetzt im Gesangbereich, aber die machen das ähnlich, also die studieren Master am Mozarteum und dann aber noch ein Jurastudium dazu. Man gerät an die Grenzen seiner Belastbarkeit, will es aber weitermachen, weil man so dafür brennt. Selbst das stoppt einen nicht. Einmal das und dann wollte ich noch zum Thema Alibi Mozart etwas sagen, Alibi Mozarteum. Selbst in den Hochschulen sind auch prekäre Situationen zu finden. Also da sind Professoren, die ihre Stellen sehr ausnutzen, auch ihre großen Gehälter. Und dann im Prinzip nicht erscheinen, wir wochenlang keinen Unterricht bekommen und schon da der Druck anfängt. Ja? Also schon da haben wir im Prinzip mit extrem viel Adrenalin und Druck und dem Ganzen zu kämpfen, was wir eigentlich an der Hochschule lösen sollten. Also wo sie uns eigentlich helfen sollten, wird nichts gesagt und wird sogar noch im Prinzip
Also ich hatte eine Situation, ich war am Ende diejenige, die mehrmals zum Rektor gehen musste, um auf gewisse Situationen hinzuweisen, ja. Und das wird an der Universität nicht unterstützt. Es wird unterstützt, dass wir stillbleiben, dass wir das so aushalten. Und ganz ehrlich, das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, wenn man zurückblickt in die Geschichte. Ja. Danke sehr. Ich glaube, mehr kann ich nicht. Darf ich nur ganz kurz was ergänzen? Ich finde ganz wichtig, was Sie sagen. Es ist wirklich wichtig, dass die Betroffenen sich wehren. Weil wenn sie nur nicken und sagen, ja, ich mach's eh und ich funktioniere eh, dann kommt genau das raus, wo wir jetzt sind. Wir brauchen Leute, die aufstehen, die sich wehren, die sagen, es ist nicht in Ordnung so. Ich kann nur alle jungen Leute und Künstler überhaupt ermutigen, wehrt euch, wisst, was ihr wert seid und lasst euch nicht alles gefallen. Darf ich da gleich einhaken? Das richtige Stichwort, was bin ich mir wert und Wertschätzung. Ich glaube, das geht sehr stark in der Schule schon los, wo die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch sind und die Nebenfächer bildnerische Erziehung, Werken und dann gibt es vielleicht noch so extra Zusatzfächer, die nicht mal auf dem normalen Stundenplan stehen, wie Schauspiel oder Literatur oder Tanzen. Und da geht das Ganze schon los, dass die Wertschätzung für die Leute, die gut in diesen Hauptfächern sind, viel größer ist, als für die Leute, die zum Beispiel sich gut mit einem Bleistift ausdrücken können oder mit dem Körper. Und ich habe eine Zwillingsschwester, die ist bildnerisch sehr begabt, hat aber immer Probleme gehabt mit Mathematik und mit Englisch am Anfang. Und die hat von der Lehrerin immer gehört, ja, schneide doch ein Stück von deinem Bruder ab, der ist doch so gut in dem. Aber ich habe nie gehört, schneide doch ein Stück von deiner Schwester ab in Richtung kreativen Bereichen und so, weil auf das keinen Wert gelegt wird. Und ich glaube, wenn man dort schon was ändert, relativ früh, und diese Wertschätzung von Anfang an für die kreativen Bereiche gefördert wird, dass sich dann allgemein in dieser Auffassung was ändert. Super, danke. Es sind in den letzten Wortmeldungen viele von Ihnen angesprochen worden, und das ist die wunderbare Gelegenheit, darauf nochmal zu reflektieren, hier vom Podium runter in unserer Schlussrunde. Peter Siegel, fangen wir mit Ihnen an. Es sind die Bedingungen angesprochen worden, brennen ja, aber verbrennen nein. Was geben Sie den jungen Musikern und Musikerinnen mit auf den Weg? Ja, was ich noch sagen wollte, im Lauf der Diskussion ist mir so aufgefallen, wie unglaublich es eigentlich ist, dass wir in einer Stadt wie Salzburg solche Diskussionen führen, es wurde jetzt immer angesprochen, dieser eine Euro, der 2,5 wird dann angeblich, aber die ideelle Seite, dass eine Stadt die eigentlich ihre Existenzberechtigung in der Kunst hat, was wäre diese Stadt jetzt ohne diesen Mozart, der Salzburg nicht so positiv gegenüberstand, und was wäre diese Stadt ohne die Bauwerke, ohne die Kunst? Es wär wirklich ein weniger als ein Dorf. Und wobei ich auch sagen möchte, um was Positives zu sagen, es hat sich jetzt in den 10 Jahren, in denen ich mich mit meinem Ensemble auch für die neue Musik engagiere, unglaublich viel bewegt in dieser Stadt. Also wenn ich heute Veranstaltungen sehe, die hier stattfinden, die wären vor 10 Jahren nicht möglich gewesen und hätten auch nicht existiert. Danke. Frau Möhring. Also mir geht es sehr stark um die jungen Menschen. Ich möchte gerne, dass sie tatsächlich diesem Aufruf folgen und dass sie es besser machen. Ich selber geniere mich oft, dass ich Teil einer Generation bin, die eigentlich von der Substanz lebt. Auch in dieser Stadt wird von der Substanz gelebt. Auch baulich finde ich das sehr stark so. Und ich hoffe, ich wünsche mir,
dass die Jungen das besser machen, dass sie andere Prioritäten setzen, dass Reichtum und Mittel neu verteilt werden und mehr in Richtung Kultur. Ich selbst habe damals gegen den Beitritt zur EU gestimmt. Ich glaube aber, dass ich schon eine Europäerin bin. Ich habe damals auch schon befunden, die Kultur ist wahnsinnig unterwertig und ich glaube, das hat sich leider bewahrheitet und dagegen müssen wir arbeiten. Herr Grön hat es gesagt, Unkultur ist letztlich viel teurer produziert, viel mehr Folgekosten. Heinrich Schellhorn, bitte. Die Politik ist angesprochen worden, gerade eben noch mal das Schlussstatement. Ja, ich wollte noch Frau Dr. Wolf-Wicher, diese Anregung ist sehr gut. Ich war gestern Abend in Hendorf, da gibt es ein ganz neues, kleines Literaturhaus in Hendorf und dort eine gemeinsame Initiative von Menschen vor Ort mit der Bürgermeister wurde bewegt nach Druck, von unten nach Druck von engagierten Leuten. Genau dort ist das passiert. Und dieses Literaturhaus ist wirklich ein neues Zentrum, wo viele Menschen aus der Umgebung, aus dem Ort hinkommen und für Veranstaltungen. Gleichzeitig auch interessanterweise in der Nähe entsteht ein Maleratelier, auch von Leuten aus dem Ort getragen. Also es passiert hier in Salzburg sehr viel. Es konzentriert sich leider vieles auf die Stadt. Aber mein Anliegen ist es, dass hier Kultur und Kunst spürbar wird von hier bis Grimmel hinein und Ihre Anregung ist mir sehr wichtig. Ich werde das sicher machen hinaus in die Dörfer sozusagen und nicht nur die Bürgermeister sind nur die Regierenden, sondern die Menschen dort anzuspornen, lokale Initiativen zu gründen und auch Kulturzentren wie zum Beispiel den Tamsweg neu, das bis jetzt gescheitert ist, wieder aufleben zu lassen, diese Initiative, dass auch zum Beispiel in Tamsweg ein Kulturzentrum geschaffen wird. Also danke für die Anregung. Wenn Sie sich über eine verhängnisvolle, meiner Meinung nach verhängnisvolle Entwicklung am Kulturmarkt informieren wollen, dann googeln Sie mal Wuppertal oder schauen Sie auch auf der Seite nach, auf Facebook, da ist es auch gepostet worden. Der neu bestimmte Intendant in Wuppertal wird, und das ist, glaube ich, ein soziales Experiment, das sehr genau beobachtet werden muss, das gesamte oder hat bereits das gesamte Ensemble im Opernbereich bis hin zur Theaterpädagogik zu den Dramaturgen gekündigt, mit Ausnahme von Chor und Orchester. Und lädt indirekt all diese Menschen wieder ein, die bislang fixe Verträge hatten, auf freischaffender Basis in ihr eigenes altes Haus retour zu kommen. Der wird, und das ist das erste bislang fixe Opernhaus in Deutschland, dieses Haus ab dem Beginn der Spielzeit 13/14, also jetzt im September, so leiten, dass er nur noch freischaffende Künstler engagiert und den Ensemblegedanken hinter sich lässt. Der aber sozusagen das Rückgrat jener einzigartigen kulturellen Szene ist, für die uns die Welt hier in Österreich und in Deutschland beneidet. Dieses Experiment wird man sehr genau verfolgen müssen. Es gibt natürlich einen Aufschrei der Empörung einerseits und andererseits aber auch sehr begehrliche Blicke von Kämmerern auf der anderen Seite, die genau schauen, wie dieses Experiment denn ausgeht. Das Schauspielhaus, unter dessen heißem Dach wir uns heute Abend eingefunden haben, ist insofern ein Anachronismus, weil wir den Ensemblegedanken sehr hoch halten. Und, Robert, seien wir auch in der Beziehung ehrlich, mehrfach durchgerechnet haben, wie es denn wäre, wenn man diesen Gedanken aufgeben würde. Und wir sind immer wieder zum Ergebnis gekommen, ein Ensemble ist verlässlicher, kreativer, langfristiger und billiger als jedes andere System. Mir fällt heute, und das ist ja mein Schlusswort, zu oft von unserer Seite, und wir sind ja hier die Seite der Sympathisanten, das Wort günstig und billig. Diese Worte sollten nicht unsere Leitworte im Nachdenken über Kulturpolitik oder über Kulturelles grundsätzlich sein, weil damit sind wir schon in der Reaktion. Wir müssen nicht noch billiger werden.
Wir müssen uns nicht rechtfertigen dafür, dass wir jämmerliche 2-3% eines Gesamtbudgets des Landes, einer Stadt, einer Republik in Anspruch nehmen. Es wäre schön, wir sind bei 2,6% Gesamtanteil des Landesbudgets. Nur, damit es Ihnen bewusst wird, wir brauchen uns nicht zu genieren dafür. Wir werden aus diesen 2,6% heraus auch Finanzmiseren nicht begleichen können. Da müssen andere 97,4% her, die diese Miseren wahrscheinlich auch mitgebaut haben. Ich möchte, dass die Leute, die Kultur tragen, entweder als Besucherinnen, Besucher, als ehrenamtliche Unterstützer, als Professionelle, stolz sind auf das, was sie tun und uns als Menschen über die Kultur definieren. Das ist unser Job. Wenn wir das nicht tun und wenn wir zu oft davon reden, dass wir eh billig sind, ein Kollege von mir sagt immer den schönen Satz, wer sich als Brötchen verkauft, wird als Brötchen gegessen. Das sollten wir nicht tun, wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig. Für die Perspektive des Landes Salzburg freue ich mich sehr, dass eine neue Ära begonnen hat und ich bin notorisch hoffnungsvoll, sonst müsste mir an irgendeinem dieser Träger schon längst aufgehängt haben. Ich erhoffe mir, dass wir in einem qualitätvollen Dialog eine so offene Sprache weiterführen, wie es heute Abend der Fall war. Es steht im Regierungsprogramm ein Bekenntnis zum Gremium des Landeskulturbeirats drin, dessen Vorsitzender ich zurzeit sein darf. Und dieser Landeskulturbeirat soll gemeinsam mit Kräften der Verwaltung und Kräften der Politik ein Programm, das sich Kulturland Salzburg 2020 nennt, erstellen. Ich setze in diesen Prozess viel Hoffnung und ich hoffe, dass er als Resultat mehr als ein paar hübsche, bunte Seiten generieren wird, dass wir darin etwas Verbindlichkeit finden, dass wir darin klare Bekenntnisse finden. Punkt. Frau Kuhlmann, wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir nicht Sie benutzen, in Anführungszeichen, um die alten Geschichten, Konflikt mit Pereira und so, das zieht zwar, das kommt gut an, aber das wollten Sie nicht. Das war der Ausgangspunkt für eine Diskussion, die für Sie in eine andere Richtung gehen sollte, die viel mehr mit einer Perspektive zu tun hat. Haben Sie das Gefühl, dass uns das gelungen ist? Ich denke doch. Also ich muss an erster Stelle mal sagen, danke dem Schauspielhaus, danke den Rotariern, dass es diese Möglichkeit gegeben hat, hier zu diskutieren. Ich bin wahnsinnig gerührt, dass so viele Leute hergekommen sind, hier ausharren bei dieser Hitze, so interessiert zuhören. Das beweist, dass das Thema wirklich präsent ist, nicht nur auf Facebook virtuell, sondern real im Leben. Also das ist für mich ein sehr bedeutendes Zeichen. Was ich Sie bitten möchte, wir haben so viele wichtige Dinge punktuell angesprochen in so vielen verschiedenen Themenkreisen. Bleiben Sie bei dieser Offenheit, tragen Sie das hinaus, reden Sie mit Leuten drüber. Nur so kann sich das Thema verbreiten und so kann es die Wichtigkeit bekommen, die ihm gebührt. Ja? Also das möchte ich Ihnen mitgeben. Ich danke Ihnen von Herzen. Bleiben Sie der Kunst und den Künstlern gewogen und einen schönen Abend noch. Sehr geehrtes Publikum, ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss, und das ist eine Idee, die ich in der Sekunde geboren habe und die wir zwei nicht miteinander abgesprochen haben und die auf deinen Vorschlag zurückgeht, ich möchte Ihnen ein Projekt vorschlagen. Die heutige Veranstaltung wurde mitgeschnitten auf Video, und zwar von einem Mitglied des Künstlerkollektivs Gold Extra, Tobias Hämmerle,
dem ich sehr dafür danke, dass er das getan hat, ohne zu wissen, ob er dafür irgendeine Art von Entlohnung bekommen würde. Herzlichen Dank. Und der hat fairerweise gesagt, ich mache das einfach so, weil mich das Thema interessiert, ich stelle meine Energie dafür zur Verfügung. Aber wenn aus der langen und intensiven Diskussion ein Mitschnitt werden soll, der funktioniert, der auf YouTube gestellt werden kann, der bei uns auf der Homepage sein kann, der auf der Homepage von Art Bad Fair sein kann, der eben genau dazu beiträgt, dass diese Diskussion viral sich weiter befördert, dann kostet ihn das fairerweise 500 Euro. Und im Vorfeld war die Diskussion darüber, der Verein wird erst noch gegründet, diese 500 Euro gibt es nicht. Und ich mache Ihnen jetzt den Vorschlag zu sagen, wer weiß, vielleicht gibt es sie oder ansatzweise oder teilweise oder zu einem großen Teil, weil Sie heute Abend auf Frau Kuhlmann zukommen und sagen, da haben wir ein Projekt und hier ist mein Beitrag daran. Diesen Vorschlag mache ich Ihnen. Es ist von 10 goldenen Regeln die Rede gewesen, der Künstler untereinander, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und auch die Verbindung mit dem Publikum, die heute Abend sehr deutlich und sehr klar spürbar war. Schauen Sie sich das an, wenn Sie es noch nicht kennen, www.artbadfair.org und da sind die im Bitterstadium befindlichen Regeln drauf. Schauen Sie sich die Facebook-Seite an mit diesen unglaublichen Einträgen drauf, die traurigsten und unverschämtesten Künstlergagen- und Audition-Erlebnisse. Und ein vorletzter Hinweis, mir ist ein Zettel gereicht worden und ich freue mich, Ihnen das mitzuteilen aus dem Bereich der freien Szene, wenn wir schon dabei sind. Ich möge bitte bekannt geben, dass die Radiofabrik, also das Salzburger Freie Radio, diese Veranstaltung überträgt und das können wir den Kollegen mit einem Beifall dokumentieren. Ich bedanke mich sehr dafür, dass dort drüben eine Redakteurin, die Anna Sucek von Ö1 sitzt, die morgen früh im Frühjournal darüber berichten wird. Ich freue mich sehr, dass die SN durch Ernst Strobel vertreten ist. Diese Veranstaltung wird wahrgenommen, nicht nur durch Sie. Haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Nicht nur jammern? Ja. Haben wir alles, was zu besprechen ist, auch nur ansatzweise besprechen können? Nein. Aber wir haben einen gemeinsamen Startpunkt gesetzt. Und zum Schluss habe ich, weil ja der Zufall immer das ist, was einem zufällt, gerade heute ein wunderbares Gedicht, einen Segen, heißt es hier, von Nelson Mandela wahrgenommen. Und aus dem möchte ich zwei Sätze zitieren. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben, befreien wir ohne unser Zutun auch andere. Schönen Abend.